Ja, herzlich willkommen bei Last Exit Anach. Ich begrüße dich, Eggert. Guten Tag. Guten Tag, Arndt. Ich grüße dich auch zurück. Hallo. Hallo, hallo. Mein Lieber. Hallöle, hallöle. Lea 98. Genau, hört ihr hier gerade. Und die Welt ist zu einem besseren Ort geworden innerhalb der letzten Woche. Ja. Trump ist vermeintlich nicht mehr Präsident demnächst und Corona ist besiegt. Corona ist besiegt, der Brexit fällt aus und der Klimawandel ebenso. Insofern gar nicht so schlecht. Ja, also schöner geht's nicht. Ich hab da, also fangen wir mit der Wahl an. Wir haben vorausgesagt, dass Joe Biden gewinnt mit einem großen Vursprung, war nur ein kleiner Vursprung und Donald Trump hat als einer von drei Staatschefs ihm noch nicht gratuliert, also Putin noch nicht und Xi Jinping? Aus China? Der von China? Ja, heißt der? Ich bestelle immer die 8 Kostbarkeiten, aber wie das heißt, weiß ich nicht. Also drei haben noch nicht gratuliert, alle anderen haben schon gratuliert, inklusive Frau Merkel. wir gratulieren auch und mich sehr gefreut. Also ich fand's gut. Also sehr erleichtert. Ich glaube, jeder normale Mensch fand das, glaube ich, super. Und das ist ja, da gehört dann, glaube ich, nicht viel zu zwischen Trump und Biden, da die Entscheidung zu treffen. Da musst du schon ziemlich verstrahlt sein, um da jetzt zu Trump zu tendieren, ich weiß nicht. Obwohl, es gibt ja ein paar anscheinend, ne, die ihn gut finden. Ich habe auch jetzt gehört, dass wohl zum Teil die AfD-Leute Trump gut finden und so. Also, es gibt nichts, was es nicht gibt, ne? Also es gibt, wie gesagt, ne, für jeden, guck mal, auch wenn ich über die Straße gehe, ne, es gibt für jeden Topf einen Deckel, ne? Finden die denn da drüben, ne, auch also, Bernd Höcke gut oder so? Das ist komisch, nützt ja nichts, ne? Ob sie mit dem befreundet sind, das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nur, dass Trump ja mit Putin befreundet ist und Putin ist ja großer Finanzier von der Front National und anderen rechten Gruppen und so. Also insofern, irgendwie ein Zusammenhang besteht da wohl. Hm. Aber kein Direktor, glaube ich. Witzig fand ich ja hier den, wie heißt der, der Herr Giuliani, Robert, wie heißt der? Rudy. Rudy Giuliani. Rudy Giuliani hat ja, also das ist ja wirklich, der war Bürgermeister von New York, ich glaube noch Ed Koch, ne? Ed Koch war doch in den 80ern und also na. Er war der große 9/11-Bürgermeister, ne? Also wirklich einer, der wirklich was gebracht hat in seinem Leben und der eine Legende war. Und dann begann der Abstieg mit dieser ganzen Trump-Geschichte und jetzt nochmal der große Auftritt bei Borat und so, ne? Und einmal das. Also und ganz bitter. Am geilsten fand ich, also der sieht für mich aus, also für mich wirkt er wie so absolut Mafia mit dem um die Siegel ringen und stehen, so, also keine Ahnung, ob da weiß man nicht, ne? Aber geil, am geilsten fand ich ja, dass er die wollen ja eine Presse haben, ich glaube, Sonntag eine Pressekonferenz einberufen, im Four Seasons oder Samstag, Freitag, was weiß ich. Und dann hat er das Four Seasons Hotel mit dem Four Seasons Gartencenter verwechselt. Und dann vor so einem komischen Tor, wo die Baufahrzeuge rein und rausfahren. Und da was fand Trump, glaube ich, auch nicht gut. Also das ist Symbolpolitik, ne? Also muss ich sagen, vom Feinsten. Ja. Also wenn ich mir das jetzt so angucke, das ist auch so ein bisschen tragisch, weil du verlierst so ein bisschen den Respekt vor dieser Generation, die ja viel geleistet hat, ne? Und irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte früher immer irgendwie auch einen Respekt vor so Männern mit grauen Haaren, so, ich weiß nicht, so irgendwie, wen es da so gab, ne? Und das waren irgendwie für mich dann immer so seriöse, vom Leben gegerbte Menschen, die so Erfahrungen hatten. Aber wenn ich mir jetzt hier Rudy Giuliani oder Trump oder so angucke, das ist einfach nur das pure Grauen, ne? Das ist wirklich, da verlierst du ja jeden Respekt. Also ich weiß nicht, was ist das? Das ist furchtbar. Ja, also ich habe auch den, das hat sich ja auch jeder gesehen, irgendwie der CNN-Journalist hat bitterliche Tränen geweint. Habe ich live gesehen. Ich habe auch CNN geguckt irgendwie, ich habe ABC News und das war mir dann auch zu blöd irgendwie, das wird sich ständig wiederholt. Van Jones heißt der, ne, der Kommentator. Ja. Da hast du erstmal gesehen, also er hat geweint, weil er meinte, es wäre so schrecklich und immer dieser alltägliche Rassismus und man kann sich nicht vorstellen, dass was wieder sagbar ist und was er aushalten musste und da siehst du, er merkst erst, wie schlimm das war, ne? Also ich denke, okay, die finden das bestimmt alles scheiße und so, ne? Und auch feindlich und so, aber dass es so krass oder ne, jetzt wahrscheinlich auch nicht sofort besser ist, aber fand ich schon krass. Und das war wirklich ein Symbol. Und Van Jones ist ja so zusammen mit Anderson Cooper, das sind ja die Gesichter von CNN, ne? Wolf Blitzer ist ja mittlerweile eher so im Hintergrund, ne? Und diese beiden Typen, das sind echt die Aushängeschilder, ne? Und dass die sich so klar positionieren, das fand ich schon ziemlich cool. Mhm. Was ich noch cooler fand, war, dass Fox News Klartext geredet hat. Also die haben tatsächlich gesagt, also die haben jetzt mittlerweile, sind sie wieder ein bisschen vorsichtiger, aber an dem Wahltag hat Fox News, ich habe dann auch nochmal mir eine Stunde Fox News angeguckt, das kann man sich ja auch alles hier online holen, dass sie eben als
Biden als President-elect bezeichnet haben und ganz klar das so gehandelt haben, wie das auch CNN und alle anderen gehandelt haben. Und da muss ich sagen, Respekt erstmal vor Fox News, da haben sie, obwohl sie ja wirklich schlimme Dinge gemacht haben mit Trump zusammen und wirklich alles legitimiert haben, also ich weiß nicht, ob es wahrscheinlich aus Vernunftgründen oder aus welchen Gründen auch immer, moralisch kann ich mir nicht vorstellen, auf jeden Fall ist es so, dass sie da Klartext geredet haben und gesagt, okay, Biden ist der Präsident. Und das fand ich erstmal aller Ehren wert. Mich, also es war wie im Film, ne? Also wir hier über den Fox-Gründer, ne? Fox News-Gründer, wo Rupert Murdoch dann irgendwie der sagt ja, wo es lang geht, irgendwie, welche Richtung nimmt der Sender ein, und dazu gehört ja auch die New York Post, ne, zu seinem Imperium. Und Trump hat ihn vermeintlich angerufen, also was ist da los oder so, ne? Und irgendwas macht ihr da? Wieso ruft ihr Biden als Präsidenten aus und so, ne? Und dann so, ne, das ist jetzt unser Präsident, fertig, auf, ne? Auf Wiederhören, ne? Ich weiß nicht, ob die New York Post hat eine derbe Kampagne gefahren, glaube ich, gegen den Hunter Biden, also Joe Bidens Sohn. Ja. Wegen vermeintlicher Verstrickung in Russland, war das in Russland, Ukraine? In der Ukraine, ne? In der Ukraine, genau. Angeblich dunkle Geschäfte. Er wurde immer, also Bidens Familie wurde immer so als Crime Family hingestellt, ne? Als so Verbrecherfamilie. Ja. Totaler Unsinn. Also, ja, klar. Geschmiert wird immer, ne? Aber jetzt irgendwie nichts Besonderes, sagen wir, für amerikanische Verhältnisse. Ja, aber dann direkt danach sofort Biden als Präsidenten irgendwie, ne, ohne jegliche, also der hätte auch anders reagieren können, aber ich meine, letztendlich wurden ja Fakten geschaffen, dadurch, dass alle wirklich gefeiert haben, ne? Und irgendwie auf der Straße getanzt haben irgendwie. Ja. Biden hält seine Rede irgendwie und Trump, also normalerweise gehört sich das so, dass der scheidende Präsident sagt, irgendwie, er hat den Wahlkampf verloren, irgendwie, er wünscht alles Gute dem neuen Präsidenten und Amerika. Den USA und so weiter, und das hat er ja noch nicht gemacht, das wird er wohl auch nicht machen, das ist der erste Präsident, der das wohl nicht machen wird. Das heißt, das Ganze soll auch ein bisschen so diesen ganzen Hass aus dem Wahlkampf, der nun, oder diesen ganzen, ne, das ist ja sehr hochgekocht irgendwie, normalerweise ja auch vorher auch schon die Stimmung, und dass es also wieder ein bisschen versöhnlich wird alles, ne, und so, jetzt hast du gewonnen, du bist Präsident, so, ich scheide aus dem Amt und alles Gute für so und so weiter, aber das wird ja wohl das erste Mal sein, dass das nicht passiert. Das wird nicht passieren. Worüber ich jetzt gestaunt habe, ist, dass die sowohl deutsche Sender als auch die amerikanischen liberalen Sender händeringend nach Bildern gesucht haben von Republikanern, die mit Waffen irgendwo aufmarschieren oder so. Mhm. Ist im Großen und Ganzen nicht passiert. Das war eine große Angst, eine große Befürchtung, dass das kommt, ist bisher ausgeblieben. Es gab Einzelfälle, geringfügige Einzelfälle, aber im Wesentlichen waren einfach jubelnde Fans von Biden auf der Straße. Viele junge Leute habe ich gesehen, ne? Viele Hispanics und viele Schwarze und so. Ne? Also eigentlich nur überall gute Laune und ganz wenige so kleine Trump-Demos gab es auch mal irgendwo in der Provinz, ne? Aber bisher die Ausnahme, ne? Und die Frage ist, kriegt Trump jetzt nochmal die Kurve, die Leute auf die Straße zu bringen? Oder kriegt er sie nochmal, weil er, wie gesagt, er hat ja Fox News nicht mehr, er kann das also nur noch jetzt per Twitter machen und versucht jetzt dann nach wie vor in den Staaten juristisch vorzugehen, was bisher gar nicht gelingt. Und im Augenblick läuft alles ganz gut für Biden. Ich hoffe, dass es so stabil bleibt. Also ich folge mir dem auf keinen Fall auf Twitter, habe es aber dann noch mal geguckt, irgendwie, was er da macht. Ne? Wir können einfach mal kurz nachschauen. Da war er echt stundenlang Funkstelle dafür, dass er sonst irgendwie 20, 30, 40 Tweets absetzt irgendwie pro Tag. Ja. War ja sehr lang, war ja auch Golf spielen und so. Ich glaube auch nicht, was willst du machen? Also das, wenn er mal angenommen, der fängt jetzt echt an Recht, dass die Wahl anzufechten. Und fing einen Rechtsstreit an und das zieht sich alles und am Ende wird dann irgendwie noch wieder was gemauschelt, weil die Wahlmänner dann doch irgendwie anders, ne, gegen das Ergebnis, dem Ergebnis irgendwie vom Governor des jeweiligen Staates doch noch ne, also dann sagen, hier, wir schicken jetzt die für die Republikaner stimmen, das wäre ja, dann hast du richtig, dann brennt es wirklich, ne? Also das kannst du nicht mehr bringen. Also das ist unmöglich. Also es ist letztendlich, ist interessant jetzt zu sehen, wie so ein Narzisst dahin schmilzt, wenn er wirklich mal verliert und so. Ja. Greta Thunberg hat ja auch irgendwie schön getwittert, irgendwie Donald, chill, ne? You have to work on your anger management. Genau das, was er ihr geschrieben hatte vor einem Jahr oder so. Dasselbe zurück, gehen wir ins Kino. Naja. Ja, wir werden ihn nicht vermissen, ne? Also, das war jetzt irgendwie, Wie gesagt, ich wünsche ihm alles Gute. Ich wünsche ihm, dass er dass er noch einen schönen Golf spielt die nächsten Jahre. Das mache alles, soll alles machen. So Melania würde ich jetzt wünschen, dass sie irgendwie Scheidung einreicht. Ja, oder irgendwie ihre Freiheit findet oder eine eigene Position oder so. Und in vier Jahren sehen wir seinen Sohn Hunter Junior, Quatsch, Donald Trump Junior, ja schon, aber der ist wahrscheinlich zu jung, ne?
Der kommt der ist, glaube ich, noch zu jung. Du kannst aber, Trump könnte in 4 Jahren auch wieder antreten, ne? Das ist aber das ist er 78, da ist er den Sleepy Donald. Das wird dann auch nicht klappen, wahrscheinlich. Das ist wohl gelaufen, ne? Also ich finde auch, was ich cool finde jetzt bei Biden ist, also er wirkt ja, ich muss es ja zugeben, er wirkt wirklich ein bisschen alt teilweise, ne? Hat so einen starren Blick häufig mal. Manchmal vergisst er auch was. Cool ist er, er scheint ja körperlich gut drauf zu sein. Er joggt anscheinend nur noch. Also jedes Mal, wenn ich ihn irgendwo sehe, da dann, müssen wir jetzt mal aushalten hier, ja. Also der joggt ja gerne. Und soll ich mal ran? Gehen wir nicht immer ran? Ja, geh mal ran. Geh mal ran. Aber melde dich richtig, ne? Ja. Bäuerle? Ja, Sabine, du, Silke ruft dich gleich mal zurück, ja? Wir sind hier gerade in der Aufnahme. Sie ruft dich gleich auf dem Handy an, ja? Geht das? Danke dir. Ciao. Entschuldigung. Das Kannst Telefon. Sabine anrufen? Auf dem Handy? Das klingt. Ja. Mach trotzdem, ist egal. Ja. Ja, sorry. Wo waren wir? Grüße an Sabine. Gut, dass das klappt. Genau. Wo waren wir stehen geblieben? Achso, der Trump in 4 Jahren? Nee, unter seinen Sohn? Was war ja, glaube ich, eher weniger. Also, für einige glauben ja, dass er jetzt sofort ein Mediennetzwerk aufbaut oder kauft sogar und dann eben so eine Gegenöffentlichkeit schafft. Und im Augenblick habe ich aber nicht das Gefühl, okay, vielleicht sammelt er sich gerade oder so. Der doch was, Geld hat er doch auch nicht. Ist er nicht gerade ein bisschen. Nicht wirklich, klamm? Ja. Nee, sie sammeln wohl, also es ist wohl schon, dass letzten Tage jetzt schon Geld gesammelt wurde. Also Pence soll angeblich um sich rum telefoniert haben, um Geld für diese Prozesse zu sammeln. Und dann mit Sicherheit gibt es immer noch ein paar finanzkräftige Leute an der Seite von Trump. Ne? Mhm. Bloß, also die Präsidentschaft ist langsam weg, die verschwindet auf Nimmerwiedersehen. Ich kann mir vorstellen, dass das Interesse auch stark nachlässt, jetzt ihn zu finanzieren, oder? Also wofür denn? Mhm. Weil Präsident wirklich, dass er nochmal gewählt wird, ich weiß es nicht. Steve Bannon hat ja auch gesagt, man sollte die Köpfe, Fauci und dem FBI-Chef die Köpfe abschlagen und auf so Lanzen vorm Weißen Haus aufstellen. Hab ich auch gehört, ja. Also das ist ja eine ganz neue Qualität. Ja, also ich glaube, die Therapie hat nicht angeschlagen, oder? Ich weiß nicht, falls der eine gemacht hat. Früh abgebrochen einfach. Ja. Raus aus der Klinik ist nicht für mich, ne? Nee, also da will ich nicht ran, du. Also was mit meiner Kindheit passiert ist, das war immer schön für mich, ne? Ich mach hier weiter, du. Das geht mir dann besser. Also Steve Bannon ist ja auch so ein bisschen, Alter. Im Grunde auch so ein bisschen zu bemitleiden. Ne? Der war ja der große Breitbart-Mastermind, ne? Für die rechte Gegenöffentlichkeit, so der Großvater der Alt-Right-Bewegung. Dann auch der Chef im Grunde des Trump-Wahlkampfes, also wahnsinnig erfolgreich, triumphal dann auch die Wahl gewonnen, damals mit Trump. Und dann aber so in der Bedeutungslosigkeit verschwunden jetzt mittlerweile. Ne? Nee, er hat doch in Italien irgendwie so ein Schloss gekauft oder sowas und versammelt da die ganze Rechte, europäische Rechte irgendwie von Le Pen über die AfD, in Italien, Faschisten, ne, oder was? Die Fünf-Sterne bewegen, ne, weiß nicht. Es gibt ja die Liga Nord, und die diese Fünf-Sterne-Bewegung, ja. Und will das irgendwie die Rechten im Europäischen Parlament etablieren, ich habe auch nichts von gehört mehr, groß zu sagen, aber vielleicht auch mal über Sex nachdenken oder so, weiß ich nicht. Also, ja, vor allem, ich finde das ja auch voll schräg, was ist das denn für eine traurige Angelegenheit, dass die europäischen Faschisten sich von einem Amerikaner führen lassen, Alter. Das ist ja, also da hätte ich jetzt gedacht, das wäre aber damals nicht passiert, oder? Unter Adolf, also ich kann mir nicht denken, dass der auf irgendwelche Amis gewartet hätte oder so. Das, kulturlose. Also früher haben sie ihr eigenes Ding gemacht. Ja. Ja, die seelenlose Finanzkrake aus Übersee. So ungefähr ist das so das amerikanische Bild der Nazis, oder? Also jedenfalls so, das erstaunt mich sehr. Ich aber weiß gut. Nicht, aber ob die Amerikaner im Punkto Rechtsradikalismus irgendwie weiter sind als die Europäer, kann ich mir auch fast nicht vorstellen. Irgendwie, ne? Also was willst du denn hier noch einmal erklären hier? Also ob der Großvater da selber mitgemacht hat oder so? Ne? Ich höre es öfter mal auf YouTube, dass unter solchen Videos dann irgendwie Amerikaner mir erklären wollen, dass das alles Lüge war mit dem Zweiten Weltkrieg und dass im Grunde wir Deutschen die Armen sind und so und dass das sozusagen alles gar nicht stimmt und wir werden sozusagen verblendet und uns hätte man nur Lügengeschichten erzählt. Sag ich so, nee, Alter, glaub's mir, mein Opa war dabei, der hat mir alles erzählt.
Es war schon so, es war schon so. Ja, meine auch. Ich glaube, das auch. Ja, nee, das ist, also das ist immer, je weiter weg das ist, ne, nach das schlimmer wird, kannst du dir diese Sachen ausdenken, ne, irgendwie, weil keine Augenzeugen mehr da sind. Richtig. Oder so, naja. Ja. Aber jetzt das Schönste, zum zweiten schönen Thema, also nach beiden, jetzt Corona ist jetzt besiegt irgendwie, Pfizer oder haben jetzt den Impfstoff irgendwie angemeldet, der jetzt irgendwie jetzt wohl durchschlägt, 90% Abwehrkräfte irgendwie, ne, besser als Multisanostol. Alle lassen sich impfen und die 20er Jahre rücken näher. Wow. Und BioNTech und Pfizer, glaube ich, war das so eine Kooperation. Cool. Zalando-Aktien, hier Delivery Hero-Aktien im Keller gesunken, ne? Aber jetzt alle wieder essen gehen. Schade, habe ich mir gerade hier gekauft. aber naja, so ist es halt, ne? Die Börsen reagieren zuerst, ne? Dancing in the Ja, also, wenn es wirklich so ist, bin ich froh und glücklich. Ich habe vorgestern schon mit Erstaunen zur Kenntnis genommen, dass unser Mecklenburg-Vorpommernscher Gesundheitsminister das irgendwie verkündet hat, dass jetzt er hätte Informationen, dass jetzt schon entweder ab Dezember oder ab Januar es überall Impfstoffe gibt, wo ich gar nicht genau wusste, wo er das gehört hat. Aber ist Doc auf jeden Morris Fall, kannst du mir schon bestellen, Pre-Order. Schon reservieren. Ich wollte ja eine, was wollte ich haben? Hier so ein Pneumokokken-Impfstoff, ne? Weil ich irgendwie Risikopatient bin. Ja. Und den habe ich bis heute nicht gekriegt. Seit März frage ich da mal. Ja, also das kann ja noch dauern. Ach du lieber Gott. Aber gut, die sollen mal schön. Dann guck mal, dass die mal nicht krank die Sonne Nachtschicht machen da oder dann kriege ich auch noch was. So, ja, eben, die sollen mal durchziehen jetzt. Ja, einfach mal eine Maschine mal laufen lassen, ne? Ja, ist doch geil. Ich meine, dann, also, das ist doch, also, wie sich die Welt so mal eben zum Positiven wandelt. Also, mein Lieber, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und für Trump kommt die Meldung jetzt eine Woche zu spät, würde ich sagen. Schade. Ja, wäre gerne mit rausgegangen, bestimmt. Auch mit der News wäre er gerne rausgegangen, irgendwie. Naja, gut. Hat er sich selber ausgedacht. Naja, kann er jetzt nicht mehr sagen. Wir haben ja noch Inhalte, echte Inhalte hier heute. Wir haben eine schöne Top 10 wieder, ne? Und und wir haben hier und die altbewährte Flimmerkiste. Ich habe viel geguckt, ich habe viel geschaut. Echt? Flimmerkiste auf Last Exit Andernach. Ausgewählte Serien und Filme für Kino- und TV-Freunde. Arndt und Eckart haben für Sie reingeschaut. Oh. So, ich fange mal kurz an, ja. Ich habe so viel geguckt. Ich habe auf Netflix gesehen das Drama mit den sozialen Netzwerken. Das ist das Drama. Gute, eine schöne Doku, wurde auch schon viel darüber berichtet, irgendwie, ne? Sehr gut gemacht, muss ich sagen. Also eine amerikanische Dokumentation über die Gefahr, die von sozialen Medien ausgeht, irgendwie, ne, also Instagram, Facebook, TikTok und Twitter und so weiter. Und dass da eben so ein, ja, wie soll ich sagen, die Gefahr eben, diese Spaltung der Gesellschaft, wie es vorangetrieben wird, wie eben die auch, wie diese Firmen eben auch agieren, ne? Also der Kunde, ich bin sozusagen, ich bin das Produkt. Also wenn ich mich bei Twitter oder Facebook oder Instagram anmelde, ne, und dann klicke und gucke und lese und irgendwelche Sachen beantworte und so weiter, dann bin ich halt das Produkt, was diese der Werbeindustrie verkaufen. Ne? Also die Sichtweise ist ja jetzt, ne, die ist ja sozusagen nicht immanent, wenn ich sage, ich benutze jetzt Facebook oder so. Ne? Das heißt, die haben natürlich die Gewinnmaximierung im Blick und wollen natürlich die Leute so lange wie möglich bei der Stange halten. Das heißt, und dann kommen die eben auf Ideen, ne? Und dann sind da eben Leute, die haben das alles mitentwickelt. Die haben sozusagen, das sind Leute, die haben bei Facebook und Instagram eben dafür gesorgt, wie können wir damit Geld verdienen, so, ne? Wie geht's jetzt? Jetzt muss Cash rausgemolken werden aus dem Ding, ne? Und dann sitzen da eben Leute, die das, also junge Entwickler, also auch Superstars im Silicon Valley, die das sich überlegt haben, was sie da machen können und das mittlerweile aber dann da nicht mehr arbeiten bei den verschiedenen Netzwerken, bei den großen sozialen Netzwerken, sondern auch jetzt kritisch, also vermeintlich kritisch drüber berichten, also so war das, so kam es zumindest rüber. Ja. Und die, allein, ganz kurz ein Beispiel, ne, allein die Idee, ne, du hast, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber es ist wohl so, dass du für jeder User bekommt wird als Avatar dargestellt innerhalb von Facebook, ne? Sagen wir als Beispiel. Ne? Das heißt, die wissen alles, wann war ich, wo, was habe ich, oder wenn Google, meinetwegen Google vielleicht über YouTube oder so, ne? So, wann habe ich bei Google was geklickt? Wann habe ich Google benutzt? Was habe ich gesucht? Welches Video habe ich mir angeguckt? Wann habe ich es abgebrochen? Was habe ich danach geguckt? Wie lange, ne, was würde mich interessieren? Welches Video könnte mich, ne? Da wird dann ausgerechnet, welches Video würde ich mir als nächstes angucken, ne? Damit ich wieder Werbung
Saison aufspielen kann. Das wäre als Beispiel Google, dann Facebook, dann so. Da kommt ein Freund, schickt dir ein Foto, auf dem du markiert wurdest. Ne? Ich habe dich auf diesem Foto markiert. So. Viel einfacher wäre es ja gewesen, er will mir das Foto direkt schicken, ne? So, ne? So, er markiert mich, schickt es mir, ich klicke es natürlich sofort an, ne? Mhm. So markiere dann wieder andere Leute. So, und das haben sie dann bejubelt bei Facebook, weil, ey, geil, 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 ne? Jetzt klickt wieder einer, ich habe wieder irgendwas hier, ne? Klick oder stirbt, ne? Jetzt hast du wieder irgendwie was entdeckt, wie ich die Leute bei der Stange halte. Und da geht das die ganze Zeit, ne? Das, ich habe das auch bei TikTok jetzt. Ich bin bei TikTok, ne? Alter, was für eine Scheiße, ne? Weißt du, das mal auf deinem Handy hast oder so? Da guckst du dir Videos an und ich guck mir dann, weiß ich, ich habe da mal zufällig mal so einen, weiß ich, Verkehrsunfall, ne? Oder irgendwie irgendein Scheiß, irgendwie, keine Ahnung, ne? Ein Rudel Löwen, ne? Was auch immer, ne? So, und sau brutal krieg dann alles aufgespielt, was so ähnlich ist, ne? Also dann bei Facebook ja auch, ne? Du guckst dir dann. Ich weiß nicht, ob du da mal auf unserem Facebook-Account was geguckt hast. Ich habe auf jeden Fall nur UFC-Fights gekriegt. Kann gut sein, dass da ja. Doch, gucke ich ganz gerne, stimmt. Ach so, weil ich dachte, was ist denn das für eine Scheiße? Und danach kriege ich auf TikTok nur Verkehrsunfälle mit tödlichem Ausgang zum Teil, wo du gesagt hast, ey, das kann er nicht überlebt haben. Niemals, ne? Ja. So, und dann, ich bin gleich fertig, aber dann denkst du auch so, Alter, das ist ja saugefährlich, ne? Und dann kannst du dich da anmelden. So, bei TikTok musst du die App runterladen, musst dich nicht mehr anmelden und kannst die ganze Zeit Videos gucken. Also wischt, nach oben wischen, zack, 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 ne? Und kriegst dann den derbsten Trash irgendwie. Jetzt schweife ich jetzt wirklich einfach die Doku los. Ich hab noch, ja, auf jeden Fall. Nee, muss mir doch mal genau sagen, wie heißt die nochmal richtig? Das Dilemma mit den, das Drama mit den sozialen Netzwerken. Okay, knackiger Titel. Aber gut, das beschreibt ja sehr gut, worum es geht. Okay. Aber ich habe nur jetzt das vor kurzem gehört wohl, dass dieser Logarithmus soll wohl viel besser sein bei TikTok, um das rauszufinden, was du möchtest und so. Und die sollen wohl YouTube weit voraus sein, was diese Berechnungen angeht und so. Und viel besser sein, ne? Und aber natürlich, ich bin immer gar nicht so sicher, ehrlich gesagt, was du gerade nämlich sagst, dass wirklich Leute das dann irgendwie 10-mal sehen wollen. Das ist immer so, da bin ich gar nicht so sicher. Also ist das klar, okay, die wissen, was du da geguckt hast und so, aber will man wirklich zum 10. Mal einen Unfall sehen? Ich bin immer gar nicht so sicher. Ich bin bei YouTube teilweise ziemlich genervt, weil die mich dann immer wieder mit denselben Sachen bombardieren, anstatt mir mal was Neues zu zeigen. Ich bin ja gar nicht so ein seelenloser Roboter, der immer 50 Mal dasselbe sehen will. Und die zeigen mir, wenn ich mir eine Folge von Derek von 1980 angucke, dann das neue Video von Bill Maher, wo er über, Trump sich lustig macht und danach mir, von American Gladiators so eine lustige Tour da angucke, dann kriege ich tatsächlich diese drei Sachen immer wieder aufs Brot geschmiert. Und das finde ich halt, ehrlich gesagt, nicht so spannend. Also wenn sie was Neues daraus errechnen würden, wäre es ja viel cooler, aber das kriegen sie anscheinend noch nicht hin. Du kriegst halt immer, ich kriege dann halt immer noch eine Derek-Folge, dass es viele Derek-Folgen auf YouTube gibt, ist mir klar. Ich kenne auch American Gladiators, das braucht ihr mir nicht dauernd 50 Mal am Tag zu zeigen. Das ist, also so ganz ausgereift scheint mir das alles auch noch nicht zu sein. Ne? Das ist, naja. Also hilfreich ist finde ich teilweise gar nicht. Das ist, Naja gut, aber das wird ja jedes Mal besser, der Algorithmus oder so. Ne? Wenn es einmal, wenn du, vielleicht guckst du dir doch nochmal irgendwie, keine Ahnung, das Layer. Ja, klar. Oder, ja. Aber es ist also gestern übrigens das Dilemma mit den sozialen Netzwerken. Oder die Werbung, das finde ich genauso. Ich weiß nicht, wie dir es geht. Ich habe irgendwie mir mal hier auf einfach so gegoogelt von Birkenstock, die stellen jetzt auch so coole wie nennt man das, so Tracking-Schuhe her und so. Dann habe ich mir angeguckt. Alter, und dann haben die mich auf YouTube mit dieser Werbung bombardiert. Ey. Also ich habe bestimmt jetzt 50 Mal das schon gesehen, ne? Auf Facebook genauso. Bis ich dann irgendwann bin ich in die Einstellung reingegangen, habe reingegeben, ich möchte das nicht mehr sehen. Das ist ne, und so. Redundant. Kann man ja angeben, so, ne? Und aber das ist einfach, da müssen sie auch mal irgendwie einen guten Rhythmus hinkriegen. Also, keine Ahnung, also so, ja. Also, klar, offensichtlich wissen sie, was ich geguckt habe, aber was sie daraus machen, ist dann auch nicht so smart. Also ich habe dann jetzt mittlerweile keinen Bock mehr auf diese Schuhe, muss ich zugeben. Ja, das geht mir übrigens auch so, ja, das stimmt. Na ja, gut, dann, genau, ich kriege immer irgendwie Audi-Werbung. Ich höre die dann auf, wenn ich mir tatsächlich mal ein neues Auto gekauft habe, aber das sieht aber nicht aber du musst dann das immer, nee, es weckt, aber es weckt auch nicht auch keine Sympathien bei dir, oder? Wenn du ständig mit Werbung von denen, also ehrlich, das nervt mich, wenn wir schon dabei sind übrigens, ne, ich werde ständig von Audi bombardiert mit Mailings und so und die schicken mir dauernd E-Mails, wo ich denke, Alter, wer macht das denn noch? Und dann, Alter, schlimm.
Na gut, okay. Aber ja. Auf jeden Fall, die Doku lohnt sich. Also es geht ja nachher auch in Richtung, was wird zensiert oder so, eben nichts, mhm. Und was darf gesagt werden. Und jetzt habe ich gerade letztens, wo war das? Irgendeine, der wurde mit ein Interview mit Mark Zuckerberg geführt und so, und dann hat er wohl gemeint, er wäre also Meinungsfreiheit oder so hin oder her, und dann meint, würde ja viel Hass und so weiter und falsche Botschaft, also würde ja gelogen auf Facebook und so Lügen verbreitet, ne? Und dann hat er, wo war das denn? Irgendwie auf einer, glaube ich, auch auf einer in irgendeiner Doku wieder komme ich gleich drauf, auf Sky Atlantic. Da hat er gesagt, ja, also er wäre ja Jude und diese Holocaust-Leugner, die würden ja auch dann da stattfinden, die würden das ja, also die würden das, ne, die würden ja dann auch ihre Sachen da verbreiten und so weiter und er würde das jetzt dann auch dann da stehen lassen, weil die es ja auch nicht, die wüssten das ja nicht besser, ne? Also der, so, und dann hat die Reporterin so, wie, also die, klar wissen die das, ne? Die wissen das und schreiben es trotzdem, ne? Ja, aber ich weiß, wenn es ernst gemeint ist, aber wenn dann gute Nacht, Marie, ne? Wenn die alle so ticken, dann würde ich sagen, dann kannst du es gleich ganz vergessen, dann brauchst du dann lass es doch einfach laufen, ey. Dann, richtig. Du, das ist jetzt genau dasselbe. Wir hatten letztes Mal drüber gesprochen, muss ich auch nochmal einbringen, jetzt hier über 4chan. Du erinnerst dich, wir hatten über diesen Typen gesprochen, der da so, diesen behinderten IT-Entwickler, genialen Typen, der da sich alles ausgedacht hat und so, ne? Ja, genial im Sinne von, genial. Ideal, technisch genial. Technisch genial, ne? Oder schlau, ne? Und das Problem ist immer dasselbe. Das Problem ist, dass sie technisch wahnsinnig versiert sind. Soziale Intelligenz, emotionale Intelligenz, aber gleich null. Und das ist aber der aber das ist der entscheidende Punkt im Leben. Das ist auch der entscheidende Punkt beim Entwickeln von solchen Produkten. Und das wird immer vernachlässigt. Und deswegen sind es immer solche Typen, die irgendwie wahnsinnig selbstbewusst durchs Leben gehen und eben auch so die solche Produkte entwickeln, am Ende aber gar nicht verstehen, was das alles kaputt macht und so. Und jetzt gerade dass am Ende dabei eine völlige moralische Wüste rauskommt sozusagen, ne? Weil die einfach nicht in der Lage sind, vielleicht sollten sie dann mal mehr mit ihren Frauen darüber sprechen oder mit irgendjemand anders, weiß ich nicht. Ja, gute Idee. Oder sich einen Psychologen anbauen. Völlig unreglementiert, ne? Das sind junge Leute, denen gehören die größten sozialen Netzwerke der Welt, ne? Und keiner hat da Einfluss drauf, keiner kann sagen, das muss reglementiert werden. Da gibt es Regeln, Gesetze oder, ne, und das ist halt so gefährlich, ne? Also das ist die Frage. Wenn du mir gerade jetzt erzählst, dass Mark Zuckerberg genau sowas über den Holocaust sagt, obwohl er selber Jude ist, dann merkst du, da ist einfach eine völlige Unreife. Das ist eine völlige innere Unreife. Und im Grunde sollten solche Leute gar keine Unreife. Das hat mich echt geschockt, also diese Aussage, muss ich sagen. Ja. Na gut, okay, ich das, jetzt wirst du, das haben wir jetzt. Achso, soll ich mal kurz was einwerfen? Sag mal was Lustiges. Was Lustiges, ja gut, ich habe hier sowieso nur völlig unbedeutende Dinge geguckt diese Woche. Ich gucke mir nämlich gerade gerne so B-Movies an, und zwar zwei Actionfilme von 2020 habe ich mir angeguckt. Der eine heißt The Second, das ist Bezug auf The Second Amendment, also in Amerika, also das Recht, Waffen zu tragen, und in der Hauptrolle Ryan Phillippe kennen wir aus vielen, wenn man das Gesicht sieht, kennt man ihn sofort, immer überall als Nebenrolle in amerikanischen Hollywood-Filmen. Und hier eben als Green Beret in so einem, also so ein totales Baller-Opus. Also der ganze Film ist vollgepackt mit Schusswechseln, Messerkämpfen, Autoexplosionen. Also mehr kann man nicht in so einem Film unterbringen an Action. Ist so ein bisschen retromäßig. Also die Handlung ist ungefähr so wie bei Die Hard, würde ich sagen. Also es geht darum, dass eben eine Gruppe von Bösewichtern versucht, die Tochter eines Politikers zu entführen. Und der Chef von denen ist gespielt von Casper Van Dien. Casper Van Dien ist auch so ein Action-Hero aus den 80er Jahren. Und es geht darum, dass eben Ryan Phillippe eben die ganze Zeit eben versucht, diese Tochter zu retten, und dabei eben natürlich, wird natürlich jede Menge, wie gesagt, Autos abgefackelt, Leute abgestochen, es gibt jede Menge, also alle Arten von Waffen kommen zum Einsatz, und ist eben so ein klassisches B-Movie, ne, und wer also auf sowas steht, so Bleigewitter und ein bisschen so diesen Style aus den 80ern, der wird da sicher mit der Zunge schnalzen, also das kann ich nur empfehlen. The Second von 2020 mit Ryan Phillippe. Wo läuft das? Kann man das gucken? Das kannst du überall, das gibt es auf jeden Fall auf vielen Plattformen. Also. Ist halt so ein Film, so in der Liga, so wie auch Jean-Claude Van Damme oder Scott Adkins oder so produzieren. Also so Action-Heroes von heute, die eben so eben nur noch für eine kleine Zielgruppe das machen. Das heißt, das wirst du nirgendwo im Kino sehen oder so, sondern das sind einfach Direct-to-Video-Produktionen, ne? Genau. Ah ja, genau. Okay. Ich habe noch gesehen, wusstest du, dass es eine zweite Staffel gibt von Cobra Kai? Ja, es gibt so mehrere, ne? Die zweite gibt es doch noch nicht so lange, kann das sein? Weil ich dachte, wieso gibt es denn, ist das jetzt schon zu Ende erzählt? Und dann wurde es ja, dann habe ich gedacht, Alter, das kann ich jetzt nicht auch noch alles gucken. Also ich dachte, das wäre endlich vorbei, aber macht ja irgendwie süchtig, ne? Muss ich sagen, ja. Die Serie. Ja,
Also ich habe das, ich habe, glaube ich, aber nur die erste Staffel geguckt, aber es kam irgendwie auch, weil ich keinen Bock hatte, immer zu warten auf die nächste Folge. Da war das nämlich noch auf YouTube und da muss ich, hätte ich immer warten müssen und so. Ja. Genau. Also ich habe noch einen Film, wenn du noch nichts mehr hast, dann sag ich nochmal kurz. So, ich habe noch was, ich habe noch ganz viel. Also erzähl, dann los. Ich habe, dann habe ich gesehen, die, ach genau, von Böhmi, die neue Sendung, ZDF Neomagazin Royal. Erzähl mal. Ne, ich weiß gar nicht, ich kam auf Twitter, hatte, Quatsch, auf Telegram hat er diese neue Gruppe, also diese, ja, Real Jan Böhmermann hat mir drüber gesprochen, bin ich dann eingetreten in diese Gruppe, die ist auch immer, hat ganz viel wirres Zeug da Ja, ich hatte daraufhin auch. Und ja. Naja, war ganz witzig, war ja auch klar, dass es auf seine Sendung abzielt und so weiter, aber die Sendung selber fand ich dann eigentlich ganz geil, weil er war gut gemacht. Erstmal saß er in der Heute-Show irgendwie, meinte Herr Böhmermann, haben wir hier zu Gast, gleich kommt die Sendung und dann was, jetzt, wie, ach du Scheiße, aber also einen kleinen, so ein Cameo-Auftritt. Oder genau, es war ganz gut promotet, dann ging's los und er hat dann eben auch die Verschwörungstheorien, also es geht ja um Verschwörungstheorien und so weiter und was auf Telegram so stattfindet und hat dann das Ganze umgedreht, dass es hier dass es eben wahnsinniges großen Unterschied gibt zwischen Arm und Reich und dass hier, ne, Reichen keine Steuern zahlen und ganz viel Friede Springer und alle möglichen Leute da aufgeführt, die Gelder vererben und so weiter und dass das ja ein Drama wäre und was hier los ist und da aufwachen, Leute mitmachen und Beispiele genannt und hat dann die Telegram-Gruppe dann in der Sendung umbenannt in die ZDF-Magazin, in die Neo-Magazin Royal. Ja, habe ich gesehen. Das fand ich eigentlich ganz geil, so dass man dann selber direkt vom Fernseher sitzt und dann auf Telegram sieht, ah, okay, jetzt macht er was Neues, also so Interaktion fand ich eigentlich ganz witzig. Und jetzt kriegt man die ganze Zeit Nachrichten irgendwie, dass jetzt alles hier die soziale Ungerechtigkeit in Deutschland hier systemisch ist und so weiter und man was dagegen tun muss und dass das ja die wahre Verschwörung ist und so weiter und dass alles andere ja irgendwie Quatsch ist und die vermeintlich reich oder die Haute Volée sich freut, dass es hier so alle hier irgendwie Verschwörungstheorien streuen, die mit ihnen nicht zu tun haben, kann ich mir auch vorstellen. Das ist auf jeden Fall eine ziemlich traurige Angelegenheit, ne? dass die Leute sich alle sozusagen abarbeiten an irgendwelchen schwachsinnigen Theorien, anstatt irgendwie was aus ihrem Leben zu machen oder überhaupt irgendwas Vernünftiges zu machen. Ne? Ja, ich meine, er will darauf hinaus, dass gesellschaftliche Missstände eben andere sind, als dass jetzt irgendwie hier alle die Kinderblut trinken oder so. Ja, genau. Und das fand ich eigentlich ganz gut, war gut gemacht, also mir hat mir gut gefallen. Ich fand auch gut, dass Aspekte noch weiter nach hinten gerutscht ist, weil die Sendung brauche ich irgendwie gar nicht. Obwohl die letzte Mal auch gar nicht so schlecht war, also manchmal ist Aspekte? Aspekte. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ist das gut? Ist das ein Kulturmagazin, ne? Ja, mit Büchern und so. Nee, mal ganz ehrlich, ich habe das schon seit Jahren nicht mehr gesehen, oder seit Jahrzehnten, glaube ich. Ist das sehenswert? Ja, also ich gucke es nicht mehr. Also die haben mal, ehrlich, die haben Romano eingeladen, ne, mit seiner neuen Platte. Ja. Und Romano, wir sind ja beide, riesen Romano-Fans. Und er hat die Kati Salier, wie die heißt, ihn ja so komisch behandelt und so, als ob er irgendwie nicht ganz dicht ist. Aber das war mein Eindruck. Sie ist ganz arrogant und ganz komisch. Was will dieser Typ? Welche Redaktion hat denn hier entschieden, dass er da hier mitmachen darf? Ne? Ich finde das ganz, ganz unangenehm, wie sie den wieder da behandelt wurde und da habe ich gesagt, ey, das reicht jetzt irgendwie, dann liest doch deine scheiß Bücher da, ey. Oder was ich was, oder Klassikkonzerte da von Rachmaninoff, ist mir scheißegal, aber das fand ich echt so, dann das fand ich so daneben und dann teilweise auch dieses Selbstreferenzielle irgendwie und während Joe Schück dann auch den Abgesang der Kinobranche irgendwie, ne, ja, die Kinobranche war ja vorher schon tot, vor Corona schon tot, ne, glatt, also sehe ich vollkommen anders, egal, wollen jetzt nicht drüber aufregen. Kann man so nicht sagen. Aspekte brauche ich nicht drüber reden. Da habe ich noch zwei Sachen gesehen, aber jetzt bist du erst nochmal dran. Ja, und ich habe nochmal was völlig Niveauloses und zwar auch von Seized heißt der Film von 2020 mit Scott Adkins. Scott Adkins ist auch so einer von den neuen Action-Heroes, auch aus dem Bereich Martial Arts. Hat schon jede Menge Filme gedreht inzwischen und in dem hier, der ist auch von 2020, ist sein Gegner Mario Van Peebles. Ich weiß nicht, ob dir Mario Van Peebles, ist ein Schwarzer, noch ein Begriff ist. Der hat in den 80er, 90er Jahren jede Menge so Gangster-Filme gedreht, also alles, was irgendwie mit Hip-Hop und Gangstern und Los Angeles zu tun hatte, war Mario von Van Peebles eigentlich fast immer die Hauptrolle. Und hier spielt er halt den Bösewicht, ist auch wieder eine 18er-Produktion. Das ist also, da werden also jede Menge Genicke geknackt, es wird um sich geschossen und ansonsten ist der Scott Adkins aber ein höflicher junger Mann mit einem englischen Akzent. Und das Ende ist so ein bisschen unfreiwillig komisch, aber es geht darum, dass er seinen Sohn befreien muss und dann am Ende brausen die beiden auf so einer Harley davon. Das ist also fast ein bisschen lustig. Ist auf jeden Fall alles, würde ich sagen, im Augenblick so, es gibt so ein richtiges Genre jetzt, wo eben Retro-Kino gemacht wird, im Grunde für Jungs, ne? Und hätte genauso gedreht werden können 1985 mit Dolph Lundgren in der Hauptrolle oder mit Arnold Schwarzenegger.
Ja, also wer diesen Typen mag hier, Scott Adkins, oder mal reingucken will, der ist da richtig. Alle anderen gucken sich halt was Niveauvolles an. Also wie gesagt, Seized von 2020 gibt es auch mit Sicherheit auf 20 Plattformen. Okay. Ich habe noch gesehen, und zwar das Damen Gambit, eine neue Serie auf Netflix. Sehr gut, also sehr, sehr gut, wurde sehr gut besprochen. Es geht um ein Waisenkind, ein Mädchen, die Schach lernt beim Hausmeister in diesem Kinderheim. Ja. Und wird dann zur Großmeister, also wird dann sozusagen ein internationaler Schachstar, hat aber natürlich eine starke Traumatisierung durchlebt, irgendwie den Tod der Eltern, ich glaube, das war ein vermeintlicher Suizid irgendwie, und und naja, und man sieht ja, wie sie dann irgendwie da aus diesem ganzen, aus dieser ganzen Geschichte da so mit durch über den durch das Schachspiel so ja, rauskommt aus verarbeitet. Aus der, genau, ja, ja, ich habe erst zwei Episoden gesehen, aber das Ganze ist auf Netflix, sie spielt in den 50er Jahren, das Damen-Gambit, also die Damen-Eröffnung, und also wirklich gut. Ich muss sagen, hat mir gut gefallen. So. Guck ich weiter und werde berichten. Ich weiß nicht, auf IMDb ist es, glaube ich, gar nicht, ist glaube ich auch ganz gut. Mal gucken. Also Gambit ist eine Schacheröffnung. Das ist eine Schach, genau, ist eine, die Damen-Eröffnung sozusagen. Das ist Ich muss sagen, ich bin furchtbar schlecht. Kannst du Schach ganz gut? Ich konnte es nie so wirklich. Also ich weiß, wie es geht, aber ich bin ganz schlecht. Ja, genau. Also wie's, 8,9 auf IMDb. Oh, ja, das ist schon sehr gut. Und ja, das groß, ist schon an großartig. An der Kunstgrenze, ja. Anya Taylor-Joy, das ist so, aha. Spielt Beth Harmon und so. Schauspieler sagen mir jetzt nicht so viel. Matthew Dennis Lewis, wer ist denn das? Russell Dennis Lewis, noch einer. Naja, wie auch immer. Fand ich gut. Und dann habe ich noch Rohwedder gesehen auf Netflix, die Dokus über genau, das war eigentlich. Was war das noch? Das war der das ist der Arbeitgeberpräsident oder so? Also der Treuhandanstalt, ne? Der wurde ermordet. Die DDR abt, genau, von der RAF erschossen. 92, glaube ich. April 91, und die ganze DDR abgewickelt und gut gemacht, also viele Originals, also Theo Weigel, ne, ehemaliger Finanzminister, wird interviewt, viele noch Lebende und so weiter, oder auch vermeintlich, also viele Interviews halt eben auch, leider auch Thilo Sarrazin, als Bill, ich glaube, der war Berliner Finanzsenator. Kann man drüber. Ja, wenn er damals das war. Aber ich verwechsel immer Herrhausen und Rohwedder. Herrhausen war viel später, viel früher, ne? War viel früher, ach so, okay. Oder Alfred Herrhausen war doch der deutsche Bankchef, ne? Ja, ich weiß nicht. Der wurde am 89 wurde der ermordet. 89, alles klar. Ja, ja. Also im Grunde aber auch schon so eine Zeit, wo man dachte, eigentlich gibt es die RAF gar nicht mehr. Und plötzlich fingen die wieder an, solche Sachen zu machen. Ey, das Letzte, was ich von der RAF gehört habe, das war, also einmal in Bad Klein natürlich, wo sie den, ach Gott, wen haben sie da erwischt? Diesen Terroristen. Ich komme gleich drauf. Aber das Letzte war, dieses ganze Gefängnis gesprengt haben. Das war doch auch noch in den. Das gab's auch noch. Das war doch auch von. War das denn? Das ist die ganzen Gefängnisneubau. Und das weiß ich auch noch. War Wahnsinn. Die Sprengung des Gefängnisses war. Aha. 93. Ach du Scheiße, das ist ja noch. Alles klar. Ja. Naja, gut. Ganz lange aktiv. Ja, aber gut. Die Doku lohnt sich. Also Rohwedder auch auf Netflix. Fand ich gut. Kann man gucken. Ja, interessant. Gucke ich auch immer sehr gerne und finde ich auch immer voll spannend, weil es gibt ja auch noch nach wie vor Terroristen, die auf der Flucht sind, ne? Also von der RAF, die teilweise auch schon ein bisschen älter sind und so 40er, 40er, 50er. Doch, und die teilweise immer noch Banküberfälle machen und davon leben. Genau. Du hast recht, die haben sie eben noch nicht erwischt. Also das ist natürlich, gibt's noch. Und es gibt eine, ich glaube, ist es der Fall Rohwedder oder Herrhausen gewesen, jedenfalls, die sie nicht verurteilt haben, weil sie wahrscheinlich doch wobei das eben journalistisch jetzt sozusagen nicht zu beweisen war, sagen wir mal, dass sie sozusagen so Informantin war wahrscheinlich und deswegen nie wirklich verurteilt wurde und oder ebenfalls nicht mit der vollen Härte gestraft wurde und so.
Ja, also dieses typische Problem, wenn du Leute in so eine Szene einschleust und die werden dann so, sind dann nachher so die Militantesten von allen sozusagen, ne? Und da gab es in der rechten Szene ja auch einige Fälle, ne, wo das dann plötzlich die härtesten Jungs überhaupt waren und dann kann man die nicht verurteilen und so. Das ist man weiß es alles nicht. Aber Bad Klein war übrigens 93, 17. Juni 93, endete, glaube ich, im Tod, mit dem Tod von Wolfgang Grams. Ja. Ja, war, ist auch, weil ich das war, da gibt es ja auch 1000 Dokumentationen drüber und so, ne? Also. Den Bahnhof kenne ich übrigens, das ist wirklich, ich bin, das musste öfter umsteigen nach Berlin, irgendwie, als ich da oben gewohnt habe, in der Nähe von Lübeck. Furchtbar, also das ist der Ort, schrecklich, also wirklich, du lebst ja in Mecklenburg, aber ich muss sagen, das war schon echt spooky, ne? Ich hatte, glaube ich, noch lange Haare damals und da habe ich sehr unwohl gefühlt. Ich dachte so, gleich gibt's auch für Mütze, ey. Gleich gibt's Stress, ja. Also wirklich nicht saniert irgendwie. Wie man sich die DDR. Wie man sich damals vorgestellt hat, ne? Ja, ich meine, das war nicht das erste Mal, ich war, glaube ich, das erste Mal direkt bei dir oder Urlaub auf Rügen oder so. Das war aber auch ganz schön. Ja, das brauchen wir jetzt nicht noch. Wir können aber so ein bisschen, vor 20 Jahren war ja alles noch so ein bisschen so wie bei Detlef Book und wir können auch anders. Mittlerweile haben sie ja fast jedes Dorf platt saniert, also ist ja fast jedes Dorf ist ein Zuckerbäckerdorf geworden, oder viele jedenfalls. Ja. Und, aber die Bahnhöfe sind teilweise immer noch ganz schön abgerockt, finde ich. Das ist, die Deutsche Bahn hat vielleicht noch nicht so viel auf der hohen Kante wie der Bund, wenn er da die ganze, überall Kopfsteinpflaster auf jeden Marktplatz legt. Wo eigentlich kaum noch jemand wohnt und so, aber na gut. Wir kommen auf jeden Fall von Hölzchen auf Stöckchen hier immer. Ja, tut mir leid. Klimakiste, aber das ist wieder ein episches Meisterwerk geworden, würde ich sagen. Liebe Videofreunde, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Hallo, ich bin der Michael aus 9a Ahrweiler, wobei ich aus 9a komme. Ich stehe hier mit meinem PKW an der A61 Richtung Erftstadt, genauer gesagt Raststätte Heimatsheim. Aber das ist ja egal. Eigentlich möchte ich schon ganz lange sagen, wie klasse ich den Podcast von Arndt und Eckart finde. Richtig toll. Ja, alles Gute. Ja, der Michael. Mir wurde herangetragen, wir würden, oder der Verdacht bei Last Six in der Nacht steht im Raum, wir würden Aldi Promotion für Aldi machen. Ja. Umsonst, die ganze Zeit. Stimmt ja auch. Also, aber wir kriegen es nicht bezahlt, ne? Also, wir machen. Du nicht oder was? Ich nicht. Ich nicht. Oh. Achso, ich auch nicht. Ja. Nee. Okay, dann mache ich jetzt mal Promotion. Nee, ich weiß auch nicht, warum wir überall, also es kommt auf jeden Fall draußen so an, dass wir große Aldi-Fans werden. Das ist nicht der Aldi-Podcast, könnte man meinen. Wir können mal fragen, ob die irgendwo Bock haben, uns zu sponsern, aber müssen wir ein paar mehr Leute zuhören. Aber Aldi will auf jeden Fall von, laut Süddeutsche Zeitung, will Aldi die Hühner retten. Und zwar, indem sie jetzt Aldi Süd und Aldi Nord sich einer Tierschutzverein-Idee angeschlossen haben. Und zwar die auch von Greenpeace und so weiter, warte mal, von wem denn noch, getragen wird. Also Hähnchen, es vergisst man immer die Hühnchen, ne? Also geht ja viel um Schweine und Rinder. Aber ich weiß nicht, fand ich gut. Also Aldi reagiert Fall. Und sie haben. Ja, vor allem, wenn Aldi sowas macht, dann bewirkt das ja auch was, ne? Und nicht wie irgendwie so ein kleiner dritte Weltladen oder so, sondern wenn das Aldi in die Hand nimmt, dann passiert auch wirklich was. Genau. Also sie schließen sich, also Aldi Nord, Aldi Süd schließen sich einer europäischen Initiative an, die von knapp 30 europäischen Tierschutzorganisationen angestoßen wurde, darunter eben Profi. Kenne ich überhaupt nicht. Also Vieh. Kenne ich auch nicht. Profi. Vieh, das Vieh. Der Doktor und das liebe Vieh. Greenpeace und die Albert-Schweitzer-Stiftung. Keine Ahnung, wir werden es beobachten. Das Problem ist ja immer, da gibt es ja diese Tierschutzsiegel da, irgendwie grün, weiß, rot, blau, rosa und so. Ne? Und dann, was kaufe ich jetzt? Grün ist halt, ne, irgendwie Außenstall und frisches Heu und auch eine schöne Rubbelmaschine für den Rücken oder was ich, Bällebad fürs Schwein oder so. Ne? Und dann kaufen sie trotzdem immer das mit Rot, ne, weil das am billigsten ist oder so. Das heißt, das Prinzip ist ja gar nicht schlecht, aber wenn die sagen, okay, vom Supermarkt, ja, also ich bin bereit für ein Kilo Schweinemett auch mal 8,70 Euro auszugeben, ne? Und dann kaufen sie doch wieder das für 87 Cent, ne? Und das ist wohl das, da weiß ich nicht, wie man da so einen Twist reinkriegt, ne?
Aber wir werden es sehen. Wir werden's, du, aber wenn, das, der entscheidende Punkt ist ja immer der, so aus meiner, was meine Theorie, dass man sozusagen dieses Problem nicht den Verbraucher aufhalsen sollte, weil der ist dann überfordert. Weil viele Leute haben halt knapp genäht, also haben nur wenig Kohle und dann für denen zu verlangen, dass die Bioprodukte kaufen, halte ich für Bullshit. Sondern wenn, dann muss das Aldi in die Hand nehmen und die müssen halt dafür sorgen, dass diese Produkte preiswert und massenhaft zu haben sind. Und dann wird das auch jeder nehmen, bin ich ganz sicher. Ja, ich glaube, also ich bin sofort dabei. Ne, dass es nicht nur so ein Sport für irgendwelche Oberlehrer ist, ich gebe jetzt hier 5 Euro auf dem Markt für mein Vollkornbrot aus, sondern dass es für normale Leute einfach ist, die zwischen 2 Schichten einkaufen gehen, die Brote in ihren Warenkorb schmeißen. Das muss funktionieren, das muss von selber funktionieren. Das muss einfach so geregelt sein. Das finde ich viel wichtiger. Glaubst du denn, dass dann wirklich jeder auf den Preis guckt? Also ich guck ehrlich gesagt, ich muss leider sagen, ich bin so ein arroganter Supermarkt-Einkäufer, der dann oder Kunde, der gar nicht, ich gucke da gar nicht drauf. Ich sage, okay, manchmal schon. Ich sage, okay, Lachs könnte jetzt teuer sein, ne? Oder hier in der Non-Food-Abteilung hier die schicken Fußmatten oder so, keine Ahnung. Aber ich gucke normalerweise gar nicht groß auf den Preis. Ich guck nicht unbedingt auf den Preis, vielleicht auch schon mal ab und zu, aber im Wesentlichen eigentlich darauf, dass die Sachen, die müssen einfach zur Hand sein. Also ich kann nicht, was nicht passieren würde, ist, dass ich mich 10 Minuten vor so ein Fleischregal stelle und gucke, wo jetzt Öko draufsteht und wo nicht. Und ob das jetzt wirklich Öko ist oder nicht. Da muss ich sagen, dafür habe ich keine Zeit. Sondern es muss klar sein und dass, wenn Aldi das hinkriegt, das so hinzukriegen, wie das, weiß ich nicht, vielleicht anderswo schon der Fall ist, dann bin ich dabei, dann nehme ich das auch. Bloß, ich werde das nicht zur Religion erklären oder zum Lifestyle, weil da habe ich andere Sachen, die mein Lifestyle sind. Das ist einfach so. Und da geht es, glaube ich, vielen Leuten so, weißt du? Also ich weiß, klar, es gibt so eine Minderheit von Leuten, die sagen, okay, ich habe ein gutes Gewissen, ich kaufe alles frisch und dies und jenes, politisch alles korrekt, aber das ist nicht mein Thema und deswegen ich würde mich freuen, wenn das die großen Discounter zusammen hinkriegen würden mal, aber offensichtlich gibt es dafür noch nicht eine stark genug Lobby und wenn das jetzt aber mit Aldi so ist, dann denke ich, werden die anderen vielleicht auch nachziehen, also wenn das wirklich jetzt so ist, wenn es nicht nur eine Werbekampagne ist, ich weiß es ja nicht. Ja, werden wir sehen. Also wir beobachten. Mein Thema ist ja Autofahren übrigens, ne, weißt du auch, ne? wir haben auch hier Blitze. Geblitzt werden ist auch so mein, ist nicht mehr mein Hobby, aber es beschäftigt mich, ne, persönlich. Mein Hobby. Max Kruse, der Torschützenkönig von FC Union, wurde geblitzt. Er wurde geblitzt und zwar hat er sich tierisch aufgeregt irgendwie. Er wurde jetzt mit 13 km/h zu viel erwischt irgendwie und das war wohl die Blitze, also eine 30er-Zone, in der geblitzt wurde. Und die kam wohl direkt nach dem Ortsschild und der Blitzer kam direkt nach dem Schild, hier ist Tempo 30, so irgendwie so gefühlte 6 Meter. Ja. Und ist dann mit sage und schreibe statt mit 30, mit 42 so reingefahren, hat sich aber tierisch aufgeregt, das dürfte wirtschaftlich vertragbar sein für ihn. Aber das Ganze ging durch die Medien irgendwie. Ist ja irre, ne? Ich reg mich auch auf, das ist wirklich unfair, so richtiger Raser ist er da nicht, ne? Wenn er mit 42 in die 30er-Zone fährt und dann die Reaktionszeit, sagen wir, da war vielleicht, da ist er vorher schon 50 gefahren, aber und Mesut Özil wurde in London geblitzt irgendwie, und zwar mit, hat er wohl Meilen und km/h verwechselt. Das glaube ich sofort. Es ist mit 97 Miles per Hour geblitzt worden. Erlaubt waren 70, also 100, ganze 156 km/h. Als Raser geht man da nicht durch, obwohl ich glaube, er fährt ein GT3 oder so. Ein AMG GT. Mercedes und keine Ahnung, da kann man auch ein bisschen mehr Spaß haben. Ne? Also, absolut. Ich wurde wieder geblitzt. Ich habe ja wieder mein Blitzererlebnis gehabt und zwar fahre ich ja die A1 immer rauf und runter und fahre dann, ich glaube, zwischen Lübeck und Hamburg ist ja viel Baustelle, ne? Viel Baustelle und jede Menge. Die Baustelle kündigte sich an, so in 2 Kilometern oder in einem Kilometer. Und es fährt ein ich weiß nicht, irgend so ein Van wieder rechts auf die Autobahn, auf der Beschleunigungsstreifen. Ich war auch sehr schnell unterwegs. So ein Charan oder sowas, ist dann auf dem Beschleunigungsstreifen schon so knapp bei 150, ne? Wollte dann unbedingt vorbei, ne? Ich habe da aber keinen Bock gehabt, ganz nach links zu fahren, weil die Baustelle sich schon ankündigte, ne? Und zieh dann rechts zu so einem LKW, weil mir ein Vöglein gezwitschert hat, dass da vielleicht ein mobiler Blitzer steht, ne? Und dann,
oh, oh. Und da war dann irgendwie Tempo 70, oder was war das? Nee, 80, ui. 70. Ja, das ist natürlich, und das war einer von diesen mobilen Scheißdingern, die dann irgendwie so, weißt du, so weiß, diese weißen Kästen, mit so einem schicken Anhänger, also, und die dann, die dann einfach mal irgendwo in der Baustelle gestellt werden, ne? Weil, hatte ich auch schon. Muss ich sagen, Baustellenblitzen ist echt asozial, weil wenn sich wenn sich da eine ältere Frau mal oder ein älterer Mann mal erschrickt, ne, dann ist der ruckzuck Gegenfahrbahn und also sollte man lassen. Habe ich doch letztes Mal erzählt. Ich hatte, genau das hatte ich. Genau das hatte ich nämlich. Auf meiner Rückfahrt von Berlin, als ich, muss ich auch wieder sagen, jetzt in Berlin war, um diese Aldi-Klamotten einzukaufen, diese coolen Klamotten. Genau. Und dann ist jemand in diese Absperrung rein, hat das alles verschoben, ne? Oder das, was war das? Oder ist dann, nee, ist, was ist da passiert? Nee, ich bin ach, du bist da reingefahren. Und zwar hat das Original 2 Meter vor mir geblitzt plötzlich. Da hat es mir fast den Kreislauf zerbröselt. Alter, ich dachte, was ist denn hier los? Alter, das war so, hallo. Und dann bist du in die Gegenfahrbahn gefahren. Nee. Ja, fast, ja. Ach so. Nicht ganz, aber so ungefähr, ne? Und das war, ich hab mich sehr erschrocken. Habe ich ja schon Post gekriegt? Ich habe es dann wahrscheinlich verdrängt. Ja, also ich habe das. Ich mache darüber auch nicht. Ich zahle das und fertig. Ist so, mir egal. Okay. Auf jeden Fall habe ich ein Vöglein gezwitschert, dass da eben diese Blitze steht und da bin dann natürlich intuitiv abgebremst und wurde und der andere eben volles Met rein und dann ist ja der Effekt, dann fährt er mit 20 km/h weiter, ne? Weil er meinte, jetzt schämt er sich, er ist geschockt. Dann ist er fast er egal. Meinte, er könnte jetzt das wieder gut machen, indem er jetzt besonders langsam fährt. Ich sag auch eins da draußen, das funktioniert so nicht, ne? Also, nee. Man sollte dann möglichst nicht weiter rasen, weil manchmal vorne die Arschkacken und eine zweite Blitze entdeckt. Echt? Hast du das schon mal gehabt? Oh, ja, in Lübeck gibt's eine Strecke, das sind, glaube ich, drei Blitzen auf 1,5 Kilometern. Ja. Und dann ist dann noch kommen noch zwei Ampelblitzer. Also, du weißt, wo auch ganz viele sind, in Kiel. Also, was ist mein Kiel? Das ist auch brutal, ey. Ja. Alter, das ist auch wirklich, da ist in der Stadt jede Menge Blitzen, ey. Das ist also. Aber die sagen, weil du kannst, ich glaube, das ist wohl als eine Straftat wird das so gewertet, du kannst also nicht, guck mal, wenn du fährst in die erste Blitze rein, so, und dann gibst du stinksauer, fährst du mal, so fährst, gibst Vollgas, fährst in die zweite und dann bist du richtig auf 180, also innerlich. Und dann kommt die dritte Blitze und dann ist, dann wird das, glaube ich, so gewertet als ein Vergehen, aber wo natürlich wahrscheinlich hast du dann, je nach dem Gemütszustand, bist du dann am Ende beim dritten Blitzer besonders schnell. Vielleicht ist das Prinzip dahinter, dass man einfach drei Blitzen aufbaut. Oder man, guck mal, man könnte auch einfach so mal so einen kleinen billigen Fotoapparat dahinstellen und einfach so ein bisschen, der so mit Zeitauslöser und dann denken die, gibt es doch so ein geiles Video von Nimporte Key hier, ne? Der sich als Blitzer verkleidet und dann irgendwie die Polizei. Ja, es gibt auch in den Dörfern teilweise Leute, die diese Blitzer so auf dem Grundstück bauen. Stimmt. Und was ich auch okay finde, kann ich auch gut verstehen. Es ist nur jetzt, klar, wenn du in so einem Ort wohnst und die rasen dann mal durch, ne, das ist natürlich scheiße. Und aber ich weiß, das ist natürlich dann. Da steht immer so ein Bobbycar, ne? Auch meistens in der Einfahrt. Das sind Bobbycars. Ja, das geht, wenn das hilft, ja. Ja, das ist so ein Prinzip, Bobbycar hinstellen, dann werde ich gerasen. Ja, gut. Ach, stimmt, die Kinderfahrräder oder so, das kenne ich auch, ja. So, dann habe ich noch, ach so, Thema Musik, ne? Ich habe, wenn ich das noch sagen darf. Wir haben, was haben wir denn gesagt? Ach gut, es gibt eine Reihe, die heißt Back to Mine. Ich weiß, ob du das kennst. Das ist eine Compilation-Reihe aus England. Da sammeln sozusagen bekannte Musiker, stellen ihre Roots dar. Also was haben sie gehört, bevor, also klingt langweilig, ne? So nach dem Motto, was interessiert mich denn, irgendwie eine Zusammenstellung, aber es ist meistens gut. Und zwar gibt es jetzt eine neue Back to Mine von Fatboy Slim. Kann ich sehr empfehlen, sehr geil. Mit 18 Titeln, von denen ich die allerwenigsten kenne, und man hat da, er findet echte Perlen. Also muss sagen, er hat einen guten Musikgeschmack und man weiß, wo er herkommt. Also man weiß, was er für Musik hört, ne, wo er sozusagen sich orientiert musikalisch. Also Back to Mine von Fatboy Slim finde ich sehr geil. Vielleicht können wir noch mal einen Titel irgendwie noch mit auf die Playlist packen. Die jetzt übrigens nicht mehr Last Exit Andernach Playlist heißt, sondern Schicken Didi Playlist, genau. Und zwar fand ich von Camille Yarbrough, Take Your Praise. Das ist dieses Original von I Praise You, ne, was er remixed hat, ne? I've got to praise you, da, da, da. Kennt jeder.
So, da gibt es das Original. Das fand ich sehr geil. Können wir das auf die Playlist packen. Ich habe noch, kennst du noch diese Reihe 25 Songs? Die habe ich dir doch mal geschenkt. Klar, die höre ich jeden Morgen beim Frühstück. Alter, pass auf, ich habe die hier liegen. Pass auf, die ist von, halte ich fest, 2004, so 16 Jahre alt, ne? Ich habe die ganz oft verschenkt. Es ist eine Reihe, gab es leider nur 3 Ausgaben mit jeweils 25 Songs drauf. Gab es auch nur als CD. Und ich habe die ganz oft verschenkt und fast alle, denen ich die geschenkt habe, die hören die nach wie vor rauf und runter. Ja, ist schön. Weil ich habe die jetzt nachgebaut, diese Compilation. Kann ich die auch posten. Also die Volume 1 zumindest, die weiße. Und der Mensch, der das erfunden hat, ich habe den Namen vergessen, mit dem ich das. Ich habe das zusammengestellt, ich habe es lizenziert. Das ist wirklich großartig. Dass eine Compilation so lange funktioniert und eine Titel, also ne, was es möglich ist, Leute zu begeistern für eine Zusammenstellung vermeintlicher Songs, die man überall findet. Ich baue die jetzt nach, die beiden 1 und 2. Und kann das immer posten, aber ich muss sagen, Compilations haben auch ihre Berechtigung. In dem Zusammenhang kann ich noch die Compilation, die Playlist von Jazzanova empfehlen. Jazzanova on the Decks kommt auch, glaube ich, einmal im Monat neu. Auch sehr geil, findet man auch sehr viele geile Perlen und so. Was heißt, kommt jeden Monat neu als auf Spotify? Auf Spotify. Genau, die Compilation, also das ist eine Playlist auf Spotify. Die heißt Jazzanova on the Decks. Okay. Und es ist auch unter Jazzanova unter dem Artist-Profil zu finden. Kommt, ich glaube, alle 3-4 Wochen neu. Wollte ich nur mal eben erwähnen. Fand ich sehr gut. Dann kann man reinhören. Sehr gut. Dann machen wir jetzt mal die unsere Top 10. Ne? Bin dabei. Howdy partners, tonight we got the best of the best for you. Welcome to our last Exit Undernight Top 10. It's just awesome. Und zwar geht es dieses Mal bei unseren Top 10 um das schönste Merchandising der Welt. Also jeder hat ja vielleicht als kleines Kind schon Schlümpfe gesammelt und nicht nur die Schlümpfen-Comics und die Schlümpfen-Serie gesehen und auch Schlümpfen-Bettwäsche oder das runde Haus gehabt oder was weiß ich, was noch alles für Merchandise gab, als wir Kinder waren. Ja, was gab's noch? Bei uns gab's ja vor allem diese kleinen Plastikfiguren, glaube ich, ne, die man so gesammelt hat oder... Wie gesagt, ne, ich weiß nicht, manche hatten noch Bayern München Bettwäsche oder Ü-Ei-Figuren oder sowas, ja. Ü-Ei-Figuren, genau, die gab's ja auch schon immer lange, aber eigentlich meinte ich so richtig eben Merchandising Produkte, die irgendwie wo irgendwie eine animierte Serie hintersteht oder ein Film oder Band oder so, ne, oder irgendwas anderes. Naja, macht ja gar nichts. Ja, ne, doch, ich habe das, ich glaube, ich habe das die Aufgabe. Ja, ich glaube auch. Zum größten Teil wieder für eine 4 minus erledigt, ja. Okay, soll ich mal anfangen? Ich fang mal einfach an. 4 minus, also auf. Also ich hab, und zwar habe ich bei mir auf meine laufende Nummer 10 hier, ist da die Hellraiser Box, du kennst sie. Ich habe sie hier stehen. Das ist eine kleine Box, wo man Sachen reinstecken kann und eigentlich ist sie aber die Box, wenn man die öffnet, dann öffnen sich in der Hellraiser Filmreihe, wer kennt sie nicht, mittlerweile glaube ich 8 Teile oder so, da öffnen sich die Tore der Hölle und der Pinhead entsteigt der Hölle und zieht dich zu sich und das im Englischen hieß es immer der Slogan "It'll tear your soul apart" und das ist die Box, die damals von Le Marchand nach der Legende oder nach den Büchern auch von Clive Barker, der ja diese Serie geschrieben hat, als Bücher zunächst, die dann verfilmt wurden, diese Hellraiser Box, also wie gesagt, ganz gefährlich, wenn man sie öffnet, dann öffnen sich die Tore der Hölle und es passieren schlimme Dinge. Ich habe die kleine Box hier stehen, habe mir die damals aus Amerika besorgt und war ganz stolz drauf und steht hier immer noch rum und ich finde die Filme immer noch gruselig. Aha. Das ist meine Nummer 10. Ja, achso, ich hab schöne Grüße an Sven, ich habe mir so ein schönes Iron Maiden Bier hier noch stehen, fand ich gut, gilt das durch, weiß ich nicht, also fand ich gut, ne? Klar. Maiden Bier, die Dose steht hier immer noch, ich habe es leider nicht probiert, war aber wahrscheinlich lecker, also ist abgelaufen mittlerweile, aber finde ich gut irgendwie, macht sich schick im Regal, kostet nicht viel, also ist wahrscheinlich auch erschwinglich für die meisten,
Fand ich gut. Also Maiden-Bier ist bei mir so ein Maiden ist ja, machen ja ziemlich viel so, ne? Auf jeden Fall, die machen jede Menge. Die haben auch, glaube ich, Merchmeister sozusagen. Genau, und die haben auch, glaube ich, sogar mehrere Biersorten. Und würde ich jetzt in dem Zusammenhang mal empfehlen, eine aktuelle Folge von Krachmucker TV, was ich ja letztes Mal, glaube ich, schon erzählt, auf YouTube jetzt ganz gerne mal gucke. Also für alle Leute, die so Oldschool Metal und sowas mögen, Krachmucker TV haben eine Folge gemacht, wo sie 10 verschiedene Biersorten, die zu Metal-Bands gehören, vorstellen. Unter anderem gibt es ja diese Band Behemoth, glaube ich, heißen die, ne? Die haben, glaube ich, alleine, glaube ich, 10 Biersorten, das ist völlig irre. Und ganz unterschiedlich. Also, da ist also wirklich, das ist ganz erstaunlich, was alles da für Bands gibt. Mhm. Also geht los von Volbeat, die ja so Dosenbier herstellen, bis halt eben, wie gesagt, solche extremen Bands wie Behemoth und ja, ganz witzig. So, meine Nummer 9 ist dann, oder meine Nummer 9 ist dann meine Peter Baggy-Puppe. Peter Baggy ist ein Comiczeichner und Buddy Bradley ist ein Hauptcharakter. Das ist so ein junger Mann im Teenageralter, der eben trinkt und raucht und so die typischen Probleme hat, die man als junger Mensch hat, nämlich Pickel, keine Freundin, teilweise depressive Phasen, dann wieder tolle Erlebnisse, viel Streit mit den Eltern und mit den Geschwistern und so. Und das ist also Buddy Bradley und da hat er eine Puppe herstellen lassen. Die habe ich hier stehen. Also ich habe hier, das ist ein bisschen unheimlich eigentlich, wenn man als erwachsener Mann Puppen hat, aber es ist auf jeden Fall, ist so eine 20 cm große Puppe mit Echthaar übrigens, wurde in China hergestellt. Oh. Hat so schwarzes Haar, ist ein bisschen eigenartig. Kostenpunkt $32 und wurde in einer 1000er Auflage produziert. Die hat in der einen Hand eine Bierflasche, in der anderen Hand eine Zigarette und man kann eigentlich nur die riesige fette Nase mit den Pickeln sehen und die Haare vom Gesicht. Und ja, wer Bock drauf hat, die Comics sind absolut super, kann ich nur empfehlen und gibt's nach wie vor alles und ja, kann man ja mal reinschnuppern. Also Peter Baggy, The Buddy Bradley Doll. Genau. Mhm. Ich hab was hier, was selbstgemachtes hier, ich weiß nicht, was zählt. Ich hab zwar die Yoda als Origami-Puppe. Ja, habe ich gesehen bei dir. Habe ich gesehen. Wurde von meiner Schwester gefaltet. Toll. Das ist wahnsinnig. Also es ist auch richtig, so in diesem braunen Umhang und er ist ja grün und der Umhang braun. Das ist so sozusagen spezielles Papier, eben beides verschiedenfarbig und wird irgendwie in 180 Schritten gefühlt, glaube ich, gefaltet, also und es man kann sich nicht vorstellen, dass es wirklich aus einem Stück Papier ist und sieht wirklich sehr geil aus irgendwie mit so einem Gehstock und so weiter und ja, fand ich sehr, sehr geil, also sowas kann die ja, krass. Ja, ich weiß nicht, es steht auch hier rum nach wie vor irgendwie genau, besser kann man Star Wars ja nicht würdigen und genau, das ist die Nummer 9, glaube ich, genau. Ja, cool. Mensch, Glückwunsch. Also ich habe bei mir auf Platz 8, jetzt habe ich eine Steelbox dabei. Ich habe auch sowas dabei. Jetzt, ich habe kurz überlegt, ist das Merchandising oder ist es. Auf jeden Fall gibt es eine Steelbox mit DVD und zwar zu dem Film The Last Stand. The Last Stand, das war so ein Film mit Arnold Schwarzenegger und der Film selber ist so ein ziemlicher, so ein typischer Schwarzenegger-Film, halt, wo er so einen Sheriff spielt und so weiter und dann die Bösen zerlegt, aber die Box selber ist cool, weil die hat erstens mal so ein 3D-Cover und sie hat einen da drin, den Sheriff-Stern, den er als Sheriff in der Rolle trägt, also wenn du die Box umdrehst, ist hinten tatsächlich so ein schwerer Stern drin, den du so an die Jacke heften kannst und das ist ziemlich cool, dann sind noch diverse Aufkleber drin und Postkarten und Poster und alles mögliche, also für mich ist das so richtig so wie so eine DVD-Box, jetzt gibt es ja nicht mehr so viel, aber ein paar limitierte Auflagen gibt es ja noch von solchen Sachen und so wie das sein sollte. Also wirklich richtig luxuriös, großzügig. Ich habe geguckt, gibt's auf eBay, kann man glaube ich für $20-25 schießen nach wie vor und ja, schönes Steelbook, The Last Stand zu dem Schwarzenegger-Film und kann man sich dann den Sheriff-Stern anstecken. Mhm. Ja. Ich habe Nummer 8, bei mir ist Nummer 8 diese Super Special Edition von Scarface mit Al Pacino. Das ist diese Statue, ne? Irgendwie, glaube ich, so ein Springbrunnen, ich weiß gar nicht, die war dabei. Ja. Weil, ich glaube, ein Springbrunnen, ne? Kann Haus, das sein? Genau, ja. So ein Springbrunnen und mit so drei Frauen, leicht bekleideten Damen, die eine Weltkugel tragen, war in dieser Sonderedition dabei, hat ja so einen Ehrenplatz, ist richtig geil, habe ich geschenkt bekommen. Sehr schick gemacht irgendwie und für alle Scarface-Fans auf jeden Fall ein Muss. Ist auch noch, kann man auch noch kaufen und ja, es macht sich schick im Regal. Cool. Genau, und ist einer meiner Lieblingsfilme. Ja, da war dann noch jung und knackig, der Al Pacino, ne? Hatte noch richtig Feuer am Arsch. Stimmt.
stimmt, stimmt. Ja, ich habe bei mir dann als nächstes, was ist das denn, Nummer 7 oder 8, weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich dann ein Modellauto aus der Serie Dukes of Hazzard. Ich weiß nicht, ob du das Auto noch kennst. Das ist ja so ein Orange. Ne? Haben wir da nicht letztes Mal drüber gesprochen? Haben wir bestimmt drüber gesprochen auch, genau. Das ist, dass das Auto, Auto heißt General Lee in der Serie und ist der aus dem Jahr, das Auto ist aus dem Jahr 1969, ein Dodge Charger und ist halt ein sehr cooles Sammlerding sozusagen. Ja. Achso, im Deutschen heißt die Serie übrigens ein Duke kommt selten allein und ja, ne, das Auto ist halt so aus Diecast, also ist das heißt aus Diecast auf Deutsch Gusseisen, aus Gussmetall. Mhm. Und ja, ist halt sehr detailliert, man kann die Motorhaube aufmachen und genau. Also Dodge Charger ist ein geiles Auto, ja. Dodge Charger, also er hat übrigens was mittlerweile geächtet auf dem Dach diese Südstaatenfahne, ne? Die hat man offensichtlich ist, damals, das, ne, zu der Zeit noch nicht so, offensichtlich zu der Zeit noch ein bisschen unkritischer gesehen in der Serie und gut, also ob es jetzt, ob mittlerweile, weiß ich nicht, vielleicht ist es jetzt auch schon selten, dass diese Fahne da drauf ist, auf jeden Fall, da war sie noch drauf und genau, General Lee steht daneben. Also fand ich einfach eine sehr charmante, witzige Serie aus den 70ern, glaube ich, ne? Ja, genau. Ja. Ich habe bei mir, ganz, ich habe mir viel nichts Besseres ein, meine Biber-Bettwäsche von Werder Bremen, grüne Decke, oranges Kissen, schlafe ich immer noch gern drin, irgendwie, auch wenn sie nicht so gut spielen, keine Ahnung, hat wahrscheinlich jeder seinen eigenen, seine Vorlieben, aber sowas habe ich hier auch noch im Schrank, falls mal wieder kalt wird. Da kommt die gute Biber-Bettwäsche von Werder Bremen auf die Matratze. Genau, das für jetzt mal schieben. Wieso heißt, was heißt Biber-Bettwäsche Biber eigentlich? Also? Biber ist extra so für den Winter. Die ist ein bisschen dicker und rau. So rau. Also keine, keine glatte Baumwolle, sondern ein bisschen aufgeraut. Ja. Schön. Das nennt sich Biber. Das ist, da kann man sich so reinschmusen. Ja, das ist nicht aus Biberfell oder so. Das ist, nennt sich so. Muss mal. Und riecht auch nicht nach, so. Nein, nee, alles gut. Nein, okay. Das ist ja. Das wäre nicht schön. Ich habe bei mir dann als nächstes meinen Mr. Hanky. Du kennst ihn ja, den Weihnachtscode. Der Weihnachtscode, ne? Ja, geil. Mr. So. Ne, aus welcher Serie, weißt du es? Ja, es ist South Park. Richtig, aus South Park und 1997 erschienen in einer Folge. Mr. Hanky, ne, ist ein musikalisches Stück Code, sorgt für viel Furore und dafür, dass Kyle in die Klapsmühle eingeliefert wird und genau, daraus entbrennt dann eben so eine Diskussion darüber. Der hat auch eine Frau und Kinder. Ja, also es geht, in der Folge geht es darum, welche Weihnachtsriten heute noch politisch korrekt sind. Und Chanukka also, oder so, ne? Ist, Chanukka? Ja, ich glaube. Oh, auf jeden Fall ist es so, es ist sehr, sehr, sehr politisch inkorrekt, 1997 erschienen. Also 23 Jahre alt, aber Mr. Hanky bleibt immer aktuell. Kam auch öfter mal vor. Nee, Mr., da gab es noch Taui. Ja. Das kiffende Handtuch. Ja, also, vielleicht muss ich noch kurz erklären, was ist ja, nicht jeder ist, ist ja hier magisches Denken. Ich glaube, jeder weiß, was es ist. Weiß natürlich keiner, was es ist. Also, Mr. Hanky, das ist eine braune Figur. Also, wie soll ich sagen, es ist so braune, wurstförmige Figur. Danke. Genau. Und hat eine rote Weihnachtsmütze auf und weiße strahlende Augen und weiße Handschuhe. Weiße Handschuhe, ist ein Süßer. Und sagt immer, oh, das riecht ja lecker nach Rosen, sagt er immer. Genau. Bei mir Nummer Top Merchandise ist bei mir Nummer 6 ist der HSV-Friedhof. Und zwar das HSV-Grabfeld am Stadion direkt neben der Imtec Arena. Heißt das jetzt noch so? In Altona. Ja. Das Grabfeld wurde, glaube ich, wann war das eingeweiht? In 2008 oder so. Ja. Also HSV Grabfeld ist direkt, also es gibt Hannover das, glaube ich, auch sowas, also als Fan, so als Hass, also als so, du kannst dich da, also das ist ein Schild, also das HSV Grabfeld, also mit HSV, richtig, mit der Raute, also mit dem Logo. Das war mal eine Idee, aber insgesamt sind das, glaube ich, 500 mögliche Gräber, von denen sind nur 3 belegt irgendwie gewesen und irgendwie bei der Jubiläumsfeier waren es nur noch 2, da wurde schon einer wieder exhumiert. Ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht, das ist der Status von vor ein paar Jahren, aber die Idee ist natürlich gut, ne, für so Die Hard Fans irgendwie, ne, die ganze Zeit in der, was ist das, die Nord, was ist das in Hamburg, jetzt lass mich lügen, Nordkurve, Nord, ah, ich weiß nicht, scheiße. In Bremen ist die Ostkurve, ja. Aber tolle Idee, ne? Vielleicht wird es ja noch voll da, ich weiß es nicht. Aber die jungen Leute, ich weiß nicht, früher war es vielleicht auch anders, ne? Früher waren ja, glaube ich, die mit den ganzen Aufnähern und jedes Aufsatz, überall mit. Bist du noch da? Ja, bin da, hallo. Klickt im Mund. Entschuldigung. Das heißt, die Frage ist, ob die Verbundenheit mit dem Verein jetzt noch so immens ist wie in den 70er Jahren oder sowas, ne, wo es wirklich irgendwie nichts anderes gab. keine Ahnung, aber nette Idee. Meine Nummer 6, der HSV-Friedhof.
in Altona. Das finde ich cool. Ja, würde ich auf jeden Fall nicht machen. Ja, auf jeden Fall habe ich bei mir auf, ich würde aber auch nicht auf den Werderfriedhof gehen. Also ich möchte gerne als nächstes vorstellen meine Lemmy Kilmister Actionfigur. Und zwar habe ich mir mal gekauft, und zwar als Lemmy noch lebte übrigens, nicht jetzt wie jetzt alle, die jetzt plötzlich sind die alle Lemmy-Fans, seitdem er tot ist. Nee, ich war das nämlich, als er gelebt hat, Freunde. Ne? So, dann habe ich mir diese Figur gekauft. Das ist eine coole Figur, die steht auf so einem Display und hat so diesen Rickenbacker Bass oben, heißt das so, ne? Ja, und vorne ist das Logo so platziert mit dem Snaggletooth. Ist übrigens ein offiziell lizenziertes Produkt, wo Lemmy auch noch Geld von gekriegt hat, als er noch gelebt hat. Und nicht wie die ganzen jetzigen Idioten, die sich den ganzen Scheiß kaufen. Das Geld landet wahrscheinlich bei irgendwelchen Konzernen, also Bullshit. Genau, und ja, ist eine schöne Box und das ist meine Lemmy Kilmister Actionfigur, ist eine kleine, muss man nochmal erklären, Action Toy heißt, es ist so eine kleine Figur, die eben wie eine, wie von Marvel, die normalen Spider-Man und so weiter, nur eben, dass es sich um Lemmy handelt, genau. Hm. Bei mir Nummer 5 ist die Trump Make Liberals Cry Again 2020 Tasse. Fand ich auch gut, ne? Kann man sich jetzt irgendwie als netten Gag ins Regal stellen. Also ja, jetzt ist gab's okay. die Trump, genau. Also ich dachte mal, Make America oder Keep America Great oder sowas. Make Liberals Cry Again 2020. Fand ich putzig, ist wahrscheinlich jetzt ein Sammlerstück irgendwie. Dürfte schon noch vergriffen sein oder so. Genau, also das find ich gut. Kann man jetzt so ironischerweise so einfach mal als Kaffeebecher im Büro benutzen, irgendwie ist doch witzig. Ja, würde ich sagen, jetzt geht das in Ordnung, ja. Ich denke auch so. Ja. So langsam geht's in Ordnung. Vorletzte Woche noch nicht, aber. Ja, so langsam geht's dann klar, hoffentlich. Ich habe bei mir als nächstes noch das Stranger Things Fanbuch. Das habe ich. Ja, das ist geil, das habe ich gesehen. Ne? Das finde ich gut. Kennst du? Und ich hatte erst gar nicht dran gedacht, dann fiel mir das wieder ein und dann fiel es mir in die Hände. Das also habe ich hier geschenkt bekommen. So ein wunderschönes Buch über die Serie Stranger Things und ist eben nicht nur eben ein Buch mit vielen Hintergrundinfos und tollen Bildern, sondern eben auch so aufbereitet, wie halt ein Buch oder wie eben die ganze Ästhetik und Kultur der 80er Jahre und entsprechend auch so ein komischer Umschlag, der aussieht, als wenn das ein ganz altes Buch wäre. Und also jeder Zentimeter an dem Buch ist wirklich liebevoll gemacht und also 10.000 Musikreferenzen, Filmreferenzen, ein Stadtplan von Hawkins ist da drin, dann die Morsecode-Tafel von Elfie, jede Menge geheime Botschaften aus der Serie, wo man die Serie halt kennen muss, um das zu verstehen. Ja, eben viele Insider-Informationen über Matt und Ross Duffer, die Duffer Brothers, die ja die Serie geschrieben haben. Und ja, also wer diese Serie liebt und dieses Buch ist wirklich die Krönung. Das ist für mich das beste Fanbuch, was ich je gesehen habe. Ich hätte gedacht, das wäre wirklich used, ne? Gebraucht, weil du hast so einen Used-Look irgendwie. Ja. Und wer schon mal, ich kaufe mir ja gerne so alte Bücher, wer sich schon mal aus Amerika so ein altes Buch gekauft hat, die sind immer so merkwürdig eingeschlagen und haben so komische Aufkleber drauf. Eigentlich sieht es immer gleich aus. Dieses Buch sieht wirklich so aus, als wenn es alt wäre. Genau, den Eindruck hatte ich nämlich auch, genau. Genau. Was ich ganz irre fand, waren die Hello Kitty, gibt es ja jede Menge Waffen. Ich weiß nicht, Hello Kitty gibt es ein Sturmgewehr. Ernsthaft, ne? Es gibt eine Kettensäge, es gibt eine Glock oder eine Pistole halt, ne? So ein Siebenschuss. Eine Machete, ne? Eine Hello Kitty Machete. Ja. Ich weiß nicht, was da los ist, aber diese ganz, also das ist so negativ, ne? Also so, ja. Ein rosa Sturmgewehr, also sieht aus wie so ein Spielzeug, ne? Also es ist aber so ein wirklich ein richtiges Militärwaffe, ne? So eine Vietnamsäge, ja. Es gibt auch ein Sniper Rifle, ich weiß nicht, wie was die da für ein Problem haben, aber soll ich mal auf die Liste setzen, weil ich dachte so ganz sauber sind die da nicht irgendwie. Also sie sieht aus wie ist das hier, M16 oder sowas? Diese klassische Waffe des US-Militärs. Also und die Machete ist neu. Also die Machete kannte ich, also das Waffensturmgewehr kannte ich schon, aber die Hello Kitty Machete und es gibt auch eine Axt. Also konsequenterweise auch eine Axt. Vielleicht gibt es auch noch bald mal so eine Guillotine oder sowas oder weiß ich nicht, einen Flugzeugträger. Aber die haben es drauf hier, muss ich sagen. Die haben wirklich es gibt auch einen Hello Kitty Hubschrauber, gibt es auch, der ist wohl auch ein Witz, oder? Ich weiß nicht, was da los ist, aber da würde ich dann überdenken nochmal. Also es ist nett gedacht, aber nicht nett gemacht. Also andersrum. Nett gemacht, aber nicht nett gedacht. So. Ja, beides, ja genau.
Absolut. Es verniedlich nicht den Umgang, also es verniedlich nicht einfach den Tod durch Erschießen irgendwie. Nee, ich denke gerade drüber nach, ob das irgendwie irgendwas besser macht daran, aber ich wahrscheinlich eher nicht. Ja. Ist doch vielleicht eher schlimmer, ne? Oder ich weiß nicht. Nee. Gut. Ja, gut. Wie auch immer. Ja. Dann habe ich bei mir noch stehen den Buick Century 455 von Kojak aus der alten Kojak-Serie. Das ist so ein goldbrauner Buick. Wurde geliefert damals von Corgi mit einem danebenstehenden Kojak mit Hut auf. Und im Auto sitzt sein Assistent, wie hieß der nochmal? Crocker, genau. Crocker war der Assistent von Kojak. Er sitzt im Auto drin, man kann hinten noch an der Stoßstange so drehen und dann schießt der Typ aus dem Auto auch noch. Man hört es dann so knallen. Mhm. Also das ist wirklich ein ganz tolles, ich habe einige Corgi-Toys und das ist so mein liebstes Corgi-Toy. Dieser Buick von Kojak sieht man auch mittlerweile sehr selten. War eine tolle Fernsehserie und ist auch ein tolles Auto. Mhm. Ich habe bei mir Nummer 3 sind meine Ren und Stimpy Figuren. Ich habe hier Ren und Stimpy. Ja. Ich habe dir den Shaven Yak irgendwie Mr. Horse die habe ich gekauft damals, glaube ich, zusammen zum Teil gekauft bei Modern Graphics in Berlin, ne? Da war sein Lieblingsladen und da gab es die mal irgendwie, den wollte wohl keiner haben. Da gab es die zum halben Preis, ne? Das ist ja geil. Also Ren und Stimpy. Das gibt's auch nicht mehr jetzt. Nee, ich glaube, die sind mittlerweile auch richtig teuer. Glaube ich auch. Also ich habe jetzt hier Ren, Stimpy, den rasierten Yak und wie gesagt, Mr. Horse. Fand ich ganz schön. Auch den Lock, den Holzblock, hast du den nicht auch? Der Lock war auch, genau. Der Lock war bei jedem dabei. Achso. Das lustige Kinderspielzeug, der Lock. Ja, genau. Fand ich gut. Ja, die stehen hier auch noch und die müssen abgestaubt werden, aber die machen sich gut, sind wahrscheinlich viel wert mittlerweile. Weiß ich nicht, müssen wir gucken. Das glaube ich auch. Allerdings schon nicht mehr ganz Mint Condition, ne? Ausgepackt, ja. Das war's. Ich habe bei mir dann noch was drauf, was ich mir auch nicht gekauft habe, was ich auch schon mal gezeigt hatte. Das finde ich eigentlich super cool und das gibt's wirklich. Und zwar ist das eine The Fog Action Figure, also eine zu dem Film The Fog, eine Action Toy. Und zwar ist das eine Firma hat das rausgebracht, Death by Toys heißt die. Und das ist sozusagen so eingeschweißt in so einem Blister der Nebel aus The Fog. Und zwar ist es einfach nur so ein bisschen wie aus so einem Wattepad oder so. Mhm. Also so ein bisschen zerzauste Watte. Kostet $25 und man kann sich das bestellen. Das ist tatsächlich vorhanden. Also ist, glaube ich, das perfekte Geschenk für alle John Carpenter-Fans oder die den Film halt The Fog, Nebel des Grauens, toll fanden. Und dann kann man sozusagen, ist da sozusagen in dem Blister keine Actionfigur drin, sondern halt der Nebel, der Hauptdarsteller des Films. Und insofern hat es ja auch seine Richtigkeit. Finde ich auf jeden Fall einen geilen Gag. Und wurde also zur New York Toy Fair wurde das veröffentlicht. Und finde ich bisher mit das Lustigste, was ich in dem Bereich gesehen habe, ja. Bei mir Nummer 2 habe ich jetzt diesen Iron Maiden Weihnachtspulli. Die gibt es bei EMP, ich glaube für 59 Euro. Weihnachtspulli kennt diese kitschigen Pullis, ne? Kennst du ja? Also diese, klar. Ne? Und mit dem, wie heißt der? Eddie, ja, genau. Eddie, ne, genau. Ja. Ist natürlich auch mit drauf und so in weiß mit schwarz und so. Sehr geil, also den kann man sich wirklich gönnen. Also sehr geil, also jetzt gerade auch für die Weihnachtssaison. Wenn man wieder raus jetzt demnächst nach dem Corona-Impfstoff jetzt hier irgendwie verabreicht wurde, wieder auf dem Weihnachtsmarkt tragen kann. Also fand ich schick. Mal gucken, ob es den in meiner Größe gibt, ne. Bei uns wurde der Weihnachtsmarkt abgesagt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wahrscheinlich auch. Ne? Ja, klar. Vermute ich mal. Ja, genau. Dann bei mir auf Platz 1 habe ich bei mir den aus dem Film Zwei wie Pech und Schwefel mit Bud Spencer und Terence Hill. Da gibt es den Dune Buggy als Modell für 109 Euro, 2000er Auflage weltweit. Cool. Ja. Ich bin jetzt enttäuscht, er ist nicht so groß, 20 Zentimeter mal 10 Zentimeter, sieht in den Bildern immer viel größer aus, aber ist halt originalgetreu nachgebaut, sehr, sehr detailliert mit abnehmbarem Verdeck und es sitzen tatsächlich eben Figuren drin, Bud Spencer und Terence Hill sitzen drin, ist eben von 1974 der Film und das Ding haben sie jetzt nochmal neu aufgelegt, ist auch eine ziemlich anspruchsvolle Firma, die das gemacht hat, ist 1:18. Und der Dune Buggy aus den. Da gibt es so Oliver Onions, die sind geil, ne? Genau. Dune Buggy. Würde ich sagen, einer der coolsten Songs, ne? Ja. Der ist gut, genau. Und genau, das finde ich also, was war der meine? Ja. Ich nehme mal einen.
Fantasy, das war mein Lieblingssong. Fantasy. Ja, genau. Der war geil, ja. Der war noch. Und den hat der, genau, der, das ist aus Sinan den Mücke, ne? Den fand ich ja so geil. Ja. Mein Nummer 1 ist der Kiss-Sarg. Der wurde, der kostet $4,000. Gibt es in verschiedenen Ausführungen. Einmal, also Kiss Forever, ne, steht drauf. Einmal, ich glaube, das ist das Destroyer-Cover drauf. Und einmal dieses Cover mit den, wo alle vier drauf sind. Ich weiß, glaube ich, die Platte jetzt nicht mehr drauf. Also eine dunkle Ausführung und eine helle Ausführung. Kiss Forever, 4000 US-Dollar kostet das Gerät und kostet das der letzte, der ist, glaube ich, ist auch für Ohrengräber, Ohrenbestattung geeignet, glaube ich. Wurde übrigens dafür, also tragischerweise, oder wie soll ich sagen, es ist wirklich nicht lustig, Dimebag Darrell und sein Bruder Vinnie Paul sind beide in diesen Kiss-Särgen beerdigt worden. Ich glaube, die wurden gespendet auch von den Kiss, von Gene Simmons. Furchtbar. Auf jeden Fall, da konsequenterweise dann im Kiss-Sarg unter die Erde und Kiss Forever. Ich kenne ein paar, cool. Die würden sich das sowas kaufen. Ich habe übrigens noch was anderes gefunden. Was Lustiges, Rammstein haben die Liebe ist für alle da Box gehabt. Irgendwie war das sozusagen die zweite Nummer eins bei mir. Die haben Sexspielzeug, also in Form von Gummipenissen und Handschellen und so weiter in so einer Box verkauft. Kann es sein, dass es die Nachbildung der eigentlichen Genitalien der Bandmitglieder sind, aber ja, das hab ich auch schon mal gehört. Die Rammstein Dildo Box es ist auch ähnlich geschmackvoll. Ja. Wollte ich dazu mal sagen. Entspricht so ein bisschen der Kunst von Till Lindemann. Er macht ja auch so Kunstausstellungen mit so Skulpturen und das ist nicht auch Porn so? Nee. Das weiß ich nicht. Nö, ich glaube, nur das eine Video war so ein bisschen komisch. Aber wir trinken übrigens gerade, fällt mir gerade ein, im Augenblick haben wir mehrere Flaschen von dem Rammstein-Wodka. Die haben so einen ganz tollen, exklusiven Wodka rausgebracht. Ja. Es ist übrigens eine französische Firma und es ist wirklich der mildeste Wodka, den ich je getrunken habe. Also ich weiß den Namen, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Insofern ist auch keine Werbung. Na gut, okay. Ich habe auch wieder leckere Sachen gekauft, aber wir haben ja wieder gar keine Zeit für die ganzen Sachen hier. Ja, ist auch gut. Ja, dann haben wir doch alles, ist auch alles gesagt irgendwie. Kauft gerne mal, schaut mal rein, hört die Sendung mal, sucht parallel und kauft euch was Schönes, ne? Da draußen. Genau, kauft euch schöne Merchandising-Sachen. Weihnachten ist nah, ne? The best of the best. On last exit under Nana. Thank you and good night. Hallo da draußen, hier spricht euer Florian Melchior vom MDR Rock- und Schlagertelefon. Wir bringen euch die coolsten Hits von Lippi bis Howie, von Joe Cocker bis Gianna Nannini. Lieber Arndt, lieber Eckart, ihr habt nie aufgegeben. Macht weiter, ihr rockt so richtig. Es grüßt euch, euer Florian. Tja. Ich glaube, er meint dich, oder? Also ich rocke ja nicht so wirklich, aber du rockst ja, schon. Ja, ich bin schon so ein alter Rock'n'Roller auf jeden Fall. Ein alter Rock'n'Roller, ja. Die alten Cowboy-Stiefel, die wippen noch mit, ne? Auf jeden Fall. Wir haben vergessen die Auslosung, Digga. Wir müssen haben wir nicht vergessen, das ist der Höhepunkt. Achso, wir haben ja folgende Verlosungsartikel. Erstmal. Den supergeilen Kalender. Die warten auf den Buskalender und die Killing Mike DVD. So, jetzt muss ich mal ganz schnell. Supergeil. Jetzt muss ich schnell den Jingle suchen. Dann muss ich mal kurz die Jingle-Musik anmachen. Dann losen wir jetzt aus. Wir verlosen jetzt in der Verlosung jetzt die Killing Mike DVD-Box. Ein Dorftrottel, der sich. Gemeingefährlich gebärdet und ermordet werden soll. Eine spannende Geschichte. So, Achtung. Die ist toll. Und spielt auf Fünen. Warte. Fünen. Auf der schönen Insel in Dänemark. Tolle Serie. Ich kann es nur empfehlen. Oh, ja. Da geht's schon los. Oh, ja. Feuchte und? Finger. Geht so, spannend. Wir haben einen Gewinner. Wirklich? Eine Gewinnerin haben wir. Gewonnen hat die Killing Mike DVD-Box Gretchens Diary. Gretchen, herzlichen Glückwunsch. Gretchen, vielen Dank fürs Mitmachen und Glückwunsch zu der Killing Mike DVD-Box. So, jetzt müssen wir noch jetzt kommen wir den Kalender auswählen. Die Kalender. Gretchen, Kalender. Achtung, der Kalender. So. Hallo? Ja, bin da. Jetzt geht los. So, wen haben wir hier? Der Kalender ist super.
Der Warten auf den Bus-Kalender, Staffel 1, Kalender 2021, original verpackt hier im Wert von 15 Euro knapp. Tim Tipptopp. Tim, das ist doch unser Tim. Tim. Alles Gute, mein Lieber. Tim Jansen ist das doch, oder? Kasse? Der ist ein guter. Ja. Der ist cool. Tim. Genau, Tim, du hast gewonnen. Glückwunsch. Der weiß, Tim, wie man feiert. Wir haben da unsere einzige Live-Show bisher veranstaltet. Mal gucken, wo er hängt. Tim, tipptopp. Glückwunsch. Danke fürs Mitmachen an alle. Schwein muss man haben. Nächstes Mal wieder. Wir haben diesmal nichts. Nächstes Mal wieder. Wir müssen uns auch mal was überlegen für die 100, ne? Das ist ja schon wir machen 98. Uns in zwei Wochen ist die 100 dran. Da müssen wir dann mal überlegen. Ja, was können wir da mal machen? Vielleicht eine Niere spenden oder irgendwas? Ja, ich habe noch eine über. Auf jeden Fall, gerne, jederzeit. Also, ich gehe auf ganze Dialyse, ich kann auch zwei spenden. Ich mache schon mal das Outro an. Wir haben schon wieder derbe überzogen, ey. Oh, ich kann nicht mehr. So. Mein Lieber. So, Trump ist nicht mehr Präsident, Corona ist vorbei, also schöner geht's ja nicht. Nee, der Klimawandel ist besiegt. Klimawandel, den noch weg und dann haben wir's. Brexit ist abgesagt. Ja, genau. Und die Hühner werden befreit. Ja, also, sehr gut. Kauft bei Aldi ein weiterhin. Ja, genau. Und wir kriegen das nicht bezahlt übrigens. Ne, zum Trinkteuren, trinkteuren Wodka. Sammeln Merchandising. Können die auch gönnen. Genau. Wieso sammeln die Deutschen kein Merchandising? Jeder hat eine Tischtennisplatte im Keller, aber. Genau. Weiß auch nicht. Und eine Flasche Strom im Regal. Ich weiß es nicht. Alle kaufen bei Gastra ein und bei Camp David. Ja, stimmt. Und vor dem Haus steht ein Auto, was nicht abbezahlt werden kann. Ja. Aber Merchandising ist viel cooler, wirklich. Ja, ist auch nicht so teuer. Eben, kann ich schief gehen. Das teuerste war, glaube ich, der Kiss-Sarg, ne? Ja, was du jetzt erzählt hast, ja. Ja, aber solange es kein Jochen Wessler-Wendler-Sarg gibt, ist das wahrscheinlich auch, bleibt die Idee wahrscheinlich exklusiv. Ich wünsche dir alles Gute. Wie heißt der? Jochen Wendler? Jürgen Wendler? Michael Wendler. Oh Gott, ey. Siehst du, ich interessiere mich überhaupt nicht für Gossip. Mach den DJ, kennst du nicht? Doch, aber das war's auch. Mach's gut, ne? Bis nächste Woche. Du auch. Ja, war schön. Hau rein. Ne? Grüß die Hühner.